Ja, ich würde sagen, ich glaube, es nimmt auf. Es bewegen sich die Balken. So. Prost, die Dame. Prost, die Herren. Mhm. Prost. Prost. Flash and Bones. Irgendjemand hat doppelt angestoßen. Nur für die, die mitzählen. Und willkommen beim Bierdacher Podcast 240 circa. Wir schreiben den 26.01.2016, befinden uns beim Garib in der Zypresse 1070 Wien. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von WooCommerce.com, der Internet-Marketing-Agentur aus Österreich, vom Jörg. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle. Genauso wie an unsere Flatterer, wenn sie es noch gibt und wenn es Flatterer noch gibt. Bernd Schlapsi. Danke, Burschen, ganz lieb. Ja, und auch alle anderen Flatterer, die uns nicht, also die Sendung flattert so unregelmäßig. Also ja, total. Ein bisschen ist immer gut. Stellen wir uns vor, wir sind in einer etwas anderen Besetzung. Gregor. Stefan. Dennis. Horst. Und? Tada! Anna. Okay, ja. Und der Stefan hat eine ausgedruckte Themenliste. Ich pack's noch immer nicht. Obwohl du seit wie vielen Wochen druckst du die schon aus? Das ist ja nicht schon einige Zeit. Dieser Grad an Vorbereitetheit, das ist gut ausgerüstet. Wahnsinn, wie. Ich bewundere das, Stefan. Es ist wirklich Wahnsinn, wie gut ihr mit dem Internet umgehen könnt. Das ist unglaublich. Internet ausdrucken. Ja, nicht nur, auch benutzen. Mit 29 also. Punkte drauf, wollen wir die wirklich vorlesen? Nein, sag's einfach nur jeder, was er selber reden will. Also, worüber ihr reden wollt. Machen wir eine kurze Runde und dann fangen wir. Also ich habe letzte Reste vom 32C3 und ich sage eine Menge Kleinkram, also einen Limerick, und ich habe das Ekranoplan und Allantropa und diverses anderes Kleinzeug, aber keine großen Themen diesmal. So, du hast deine Liste. Ja, ich habe eine handschriftliche, wie immer, weil ich bin nicht so affin mit dem Internet, also deswegen habe ich meine handschriftliche Liste. Und ich hätte diesmal vom letzten mal noch übrig, ganz top aktuell, Weihnachtsmärkte in Bonn und Köln, Vergleich mit Wien. Und ich war am Freitag bei einem Whisky-Tasting. Ja, ich wollte eigentlich ursprünglich was, weil ich sollte ja berichten von Podcast-Treffen in München, wo ich dann nicht war, oder aber aufgrund eines Missverständnisses, und dann ist mir aber was eingefallen, was ich schon länger mal wieder lesen wollte, zur Kommunikationstheorie, und eigentlich wollte ich darüber erzählen, ich habe es aber noch nicht geschafft, dieses Buch zu lesen. Also schon angelesen? Oder? Angelesen, kannst ja, ich habe das früher schon mal eine Weile, ja genau, ich kann ein bisschen was darüber erzählen, weil ich habe es schon gelegentlich mal gelesen. Und zwar ist es Friedemann Schulz von Thun, Miteinander reden, Störungen und Klärungen. Es ist ganz spannend, finde ich, auch für Nerds, weil es so ein bisschen strukturiert aufgebaut ist, was man so an Kommunikationsmissverständnissen. Aber Nerds kommunizieren doch nicht. Und Struktur kommt nur durch den Source Code. Genau, und dann hatten wir ja gerade vorher das Missverständnis, dass ein Handy keine gescheite Kamera haben kann. Das würde ich ja ganz gerne noch haben. Das können wir dann gleich als Anhang. Okay. Als Kommunikationsthema. Ich habe auch lauter, also bei mir ist auch Kleinthema groß geschrieben. Ich habe noch immer die Unverheiratete gesehen im Akademietheater. Ich kann ein bisschen was bringen aus der Reihe Coming of Age Science Fiction. Da habe ich mir ein weiteres Stück aus dieser Reihe angeschaut, aus diesem Genre mittlerweile, namens The Giver. Und zwei Serien über einen Kunstbetrieb. Die eine, das habe ich nicht dazu geschrieben, Mozart in the Jungle, habe ich aber jetzt auch angeschaut, zwei Staffeln. Okay. Und Flesh and Bone, das habe ich mir auch angeschaut. Da geht es nicht über Dirigenten, sondern über Ballette. Und falls noch Zeit bleibt, könnte ich noch immer über das Spiel Remember Me sprechen, von dem französischen Entwicklerstudio. Kannst du mich scrollen? Ja, ich scroll jetzt. Danke. Genau, ich habe Termine zum Ankündigen, was ich jetzt sofort machen werde. Am 12.01.2016 gibt es ein Woman Techmakers Wien. Das ist schon vorbei. 12.01. Ja. Na, dann stimmt das Datum nicht. Bitte auf den Shownotes nachschauen. Wahrscheinlich habe ich es falsch geschrieben. Aber es kommt erst. Und ja, mit einer Kinderbetreuung, die höchstwahrscheinlich diesmal nicht von mir ist.
Und sonst am 13. bis 14.02. gibt es von der Firma Smart Ninja.at in Wien ein Coding Weekend, wo man HTML und CSS lernen kann. Und ich habe die Smart Ninja Leute getroffen im Sektor 5 und kann davon erzählen. Ah, schön. Ferner kann ich erzählen, dass es ein Digital Champion Code Austria Meeting gegeben hat mit Meral Akin Hecke und ich war dort und war in einem EU-Gebäude. Ich habe mich ganz europäisch gefühlt. Mhm. Und ja, also da war so Internet, kann ich davon erzählen. Und sonst, ja, weil der Stefan sagt, ich soll Eigenwerbung machen, ich habe einen Arduino-Kurs und eine Geburtstagsparty bespielt. Und sonst wollte ich fragen, ob jemand am Anti-Staatsschutz-Demo war und davon erzählen kann. Sagst du, okay. Und bei TV-Serien kann ich beisteuern Louis mit Louis C.K. Okay. US-Komiker. Und sonst kleine Meldungen. Es gibt ein Podcast-Marketing in Deutschland namens 4000 Hertz. Hast du gelesen davon? Nein. Okay. Und dann gibt es eine Meldung von Musikindustrie versus Scratch. Ich hoffe, dass ich vom Derek da aus Amerika noch mehr dazu höre. Ja, kann ich etwas dazu sagen. Und ich habe vergessen, ich war im Kino. Haben wir noch eine Filmempfehlung? Ja! Stimmt. Und, sagst du uns den Titel? Wenn er mir wieder einfallen würde. Ich bin halt nicht besonders in Form. Ein Review ohne Titel. Also das war mal gucken, ob ich alle Filme auswendig kenne, die derzeit im Kino kommen. Alles unter Kontrolle. Ah, okay. Ich habe schon mir gedacht. Boot. Michael Bote. Ja. Okay. Ja, da habe ich auch noch einen Film. Eigentlich, weil ich war ja am Sonntag auf Heimkinoabend. Ah, du, und, beim genau, und da haben wir uns angeschaut, einen weiteren Kubrick-Film. Dr. Strangelove, ja. Ah, herrlich. Sehr gut, ja. Ja, ich hätte, stimmt, Filmempfehlung hätte ich auch mal wieder. ich weiß nicht, habt ihr schon mal von dem neuen Mad Max gehört? Nein, aber über den müssen wir unbedingt reden. Ja, auf jeden Fall. Ich habe nämlich tatsächlich angeschaut. Weil ich habe jetzt die Nummer nicht im Kopf, aber ich weiß ganz genau, dass du mindestens 2 Episoden lang. Aha. Okay. Er ist ja für den Oscar nominiert. Ja, zu Recht. Ja, dann, wenn ich darum bitten darf, die vielleicht techlastigen Themen zuerst, dass wir uns dann in Ruhe verquasseln können mit Film und Politik und Buchthemen. Hat jemand eins? Sonst. Ist herrlich. Hatten wir ein Tech-Thema? Mir fällt ehrlich gesagt auch nichts ein. Vielleicht Musik. Gut, cool, machen wir das Musikindustrie. Ja, genau, das ist das Nerdigste überhaupt. Okay. Also, so viel ich mitgekriegt habe, es war eine Meldung in der Future Zone, die wiederum beruht auf einer Meldung von Torrent Freak und die greift etwas auf, was mir auch schon der Derek erzählt hat. Nämlich, dass Scratch, die Programmierwebseite, die vom MIT betrieben wird, erlaubt es, dass Kinder kleine Videos oder selbstgemachte Spiele publizieren. Okay. Jeder, der eine E-Mail-Adresse hat oder ein Kind, mit dessen Eltern eine E-Mail-Adresse haben, kann dort publizieren. Mhm. Und da Kinder offiziell keine YouTube-Kanäle anlegen dürfen bis zu einem gewissen Alter, aber bei Scratch es kein Alterslimit gibt, weil das extra für Kinder gehört, verwenden viele Kinder das als quasi YouTube-Channel. Und sie tun dann also Scratch hat auch seine eigene Aufnahmefunktion. Sie, Dankeschön. Sie nehmen dann Sprache oder Musik auf oder dann halt fertige Dateien reintun und dazu halt machen sie animierte Videos oder Spiele oder im Prinzip könnte man einfach nur einen einzelnen Button programmieren, der die Sounddatei abspielt. Okay, aber sie nutzen es als Publishing. Sie nutzen es als Publishing, was sozusagen für eine der wenigen legalen Möglichkeiten ist, für Kinder überhaupt sich selber auszudrücken und zu publizieren. Okay. Wenn du kein zu jung bist, für offiziell einen Facebook-Account oder diversen YouTube-Accounts zu haben. Mhm. Und die Meldung von Torrent Freak war jetzt eben, dass die Musikindustrie so und so viele Scratch-Seiten herunter hat nehmen lassen. Also man muss sagen, es gibt eine Scratch-Seite, auf der verschiedene Unterseiten für Projekte sind, wegen eben Urheberrechtsverletzung. Okay. Weil die halt geschützte Musik draufgetan haben oder zur Untermalung verwendet haben. Und ich muss dazu auch sagen, dass das ganze Fair Use und so international noch nicht gilt. Und
Das da halt, ja. Zeigt halt wieder mal die Problematik, oder? Was, wenn man Musik einbaut, dass man sich da eigentlich sehr genau Gedanken machen muss. Gerade weil man ja auch ein bisschen machtlos ist, weil er hat einfach automatisierte Filter drüber laufen. Das ist ja mittlerweile. Sowieso, und ich finde, das zeigt auch das Gesicht der Musikindustrie, die halt nicht so blöd ist, irgendwelche Kinderprogrammierseiten abzumachen oder runternehmen zu lassen. Ja, immer noch irgendwie, dass es halt nicht vermieden werden kann. Same old song. Wir haben ein Thema übrigens, kann ich, oder wolltest du jetzt noch? Nein, der Stefan, wolltest du was? Lass ihn weitermachen. Also, okay. Ich hab nur, weil, damit wir es nicht vergessen, irgendwie hat uns ein Thema reingeschrieben, von dem ich überhaupt nicht weiß, woher das stammt. Unten steht das drinnen. Das WikiLeaks-Thema nämlich. Ich habe es mir jetzt schon verstellt. Genau. Ist das von uns oder hat das uns ein Hörer geschrieben? Also wenn es ein Hörer geschrieben hat, dann können wir genau. Nein, ich weiß nichts dazu. Jetzt das Thema. Es ist auch ganz schnell erzählt und ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach die Geschichte, dass Eltern in Bayern, in Passau, ihren Sohn oder ihr Kind nicht anfassen. Ja, ihr Kind WikiLeaks nennen wollten. Und das stimmt, genau. Und das Amt von Passau hat es aber abgelehnt, mit der Begründung, dass man sich keinen Namen wählen darf, mit dem man Schaden nehmen könnte. So, ist die Begründung. Was soll man dazu sagen? Ja, ich weiß es nicht. Ja, ob es eine gute Idee ist, jemanden WikiLeaks zu nennen. Das war in Bayern. Was einem gefällt. Ich meine, Fernsehen habe ich schon mal gehört und solche wahnsinnigen Namensvorschläge. Ja, warum WikiLeaks da nicht? Sie hinterlässt mich ratlos. Also ratlos und meinungslos, diese Story. Also das Gesetz ist deswegen, damit das Kind nicht irgendwie einen Namen bekommt, wo es später dann gehänselt wird oder sowas. Und das wird mit Schaden bezeichnet. Mhm. Okay. Da fällt mir gerade ein, dass ich ja mal gesagt habe hier im Podcast, dass wenn ein Kind keinen Namen bekommt, dass das Amt dann einen auswählt und dass Gregor der Name dann wird. Yes. Ich habe dem mal nachrecherchiert. Ich finde absolut gar nichts dazu. es ist wirklich dadurch nur Hörensagen. Okay. Aber was ich dazu gefunden habe, ist, dass tatsächlich eine Familie einem Kind einen Namen geben wollten. Ich habe extra den Link noch irgendwo. Aber vielleicht tue ich noch in die Shownotes. Ich weiß auch nicht mehr den Namen, den sie dem Kind geben sollen. Jedenfalls, das Amt hatte zu Nein gesagt und jetzt heißt es vollkommen anders. Also das Kind, ja. Es steht leider in dem Artikel auch nicht dabei. Es steht leider im Artikel nicht dabei, wer jetzt den Namen bestimmt hat. Ob die Eltern dann selber sagen durften, ja, okay, dann nehmen wir halt diesen Namen. Oder ob das Amt dann gesagt hat, okay, jetzt heißt du Horst oder sowas. Als du das erzählt hast, diese Geschichte, habe ich mir überlegt, in welcher Situation schafft man es dann, keinen Namen für ein Kind zu finden? Also so, dass ein ich habe mal versucht, irgendeine Situation vorzustellen, ja, wo sowas passiert. Fällt mir schon ein Findelkind. Gibt es immer wieder, dass kleine Kinder in den Babyklappen abgegeben werden bei den Spitälern? Ja, ich dachte eigentlich immer, dass die dann von den Personen, die sie betreuen, am Anfang den Namen bekommen. Wird wohl eh so sein, nehme ich an. Ja, okay. Ja, im Normalfall. Okay. Aber das ist auf sowas bin ich mir gekommen. Ja, stimmt, das ist aber ja genau. Aber ja, die Eltern, das wäre ein komischer Gedanke. Also im Prinzip, das Amt schreibt dir den Namen auf und das ist dann der offizielle Name. Und wenn die Eltern halt keinen Namen nennen, im Formular ausfüllen oder sonst was, dann hat das Kind erstmal keinen Namen. Ich kenne auch noch eine andere Geschichte dazu. Das Kind sollte Helge heißen und es ist da jetzt ein Tippfehler im Namen drin. Das Kind heißt zwar Helge, aber ich glaube mit 2L oder 2G oder sowas, weil der Standesbeamte den Namen nicht richtig schreiben konnte. Ja. Und das gilt dann trotzdem. Ja. Es wurde nicht geändert, das kostet ja Geld. Deswegen heißt das jetzt mit einem Tippfehler im Namen. Tja, ein extravagant. Na gut, es sind inzwischen, glaube ich, 50 das Kind, aber... Ich hoffe, Sie finden, es gibt zu dem Thema einen sehr guten Freakonomics-Artikel. Okay. Über, weil in den USA, glaube ich, keinerlei Restriktionen, wie du die Kinder nennen darfst. Mhm. Und da haben sie dann so einen Vergleich angestellt zwischen Kindernamen und allem möglichen, also sozioökonomischen Status.
Und auch, ich glaube, es ging darum um typische schwarze Namen, also Namen, die von afroamerikanischen Amerikanern gegeben wird. Mhm. Und ob die dann wieder, also ob du dadurch einen Nachteil hast im Leben, dass du sozusagen so heißt, wie dass man schon vom Namen her merkt, dass du von einer typischen schwarzen Community kommst. Ja, das gab es doch bei uns auch schon eine Geschichte oder so, oder? Ich versuche zu verlichten, dass man. Aber es gibt, gibt da durchaus Forschung. Ja. Gut, was haben wir noch Technisches? Octopod. Ja, Octopod. Ich habe mit Octopod gespielt. Octopod ist ein Podcasting-Framework. Nachdem ich drüber rede, muss es Ruby sein. Ja, natürlich. Nachdem es zurzeit modern ist, statische Webseiten zu erzeugen, muss es ein statischer Webseitengenerator sein. Also es basiert auf Octopress. Es ist allerdings schon 3 Jahre nicht mehr gewartet worden, was aber für einen statischen Webseitengenerator relativ irrelevant ist, weil das, was man hochlädt, ohnehin nur statische Webseiten sind, also diese Sicherheitsprobleme, die man sonst hat, wenn man was nicht wartet an Software, das fällt da flach. Wie gesagt, ein bisschen damit gespielt, funktioniert, wenn man mal die groben Fehler, die sich doch noch im Code befinden, rausholt, dann halbwegs manierlich. Das hat mir jetzt nicht Ärger begeistert, aber immerhin, es funktioniert. Auf dem könnte man aufbauen und mal was ein bisschen fancyeres bauen, würde ich vorschlagen. Also wenn wer da Lust hat, reinzuschauen, Octopod und das. Und ist das speziell für Podcaster? Oder? Yep. Also es ist wirklich für Podcast-Episoden anzulegen. Es ist also im Prinzip ein Blogging-Framework, das Octopress, und es ist gedacht, dass du statt Blogbeiträgen oder zusätzlich zu Blogbeiträgen im Beitrag auch eine Datei verlinkst und erzeugt halt auch im Hintergrund einen RSS-Feed, den du dann mit hochladen kannst. Ja, und erzeugt einen Podcast-RSS-Feed, keinen Blog-RSS-Feed. So tief habe ich nicht rein recherchiert, also ich habe nicht versucht, den bei iTunes anzumelden oder sowas in die Richtung. Gehe eigentlich davon aus, dass das schon okay ist, weil das nicht weiter ein Drama ist. Also wenn nicht, könnte man das auch anpassen. So schwierig ist die Generierung von RSS-Feeds nicht. Was ganz hübsch ist, einerseits, sie haben integriertes Bootstrap-Framework, damit kann man sehr viele Themen drauf noch anwenden, wenn man nicht das Ganze selber gestalten will. Das ist eine Sache. Und die zweite Sache, der Podlove Web Player ist integriert. Und zwar in der aktuellsten Version. Also der referenziert ein anderes GitHub-Repository, damit der in der aktuellsten Version reinkommt, und der funktioniert auch. Also das habe ich auch ausprobiert. Das haut es soweit hin. Das heißt, wenn du diese Webseite anschaust, hast du dort einen Online-Podcast-Player? Ja, yep, so wie bei uns, nur ein bisschen fancier. Also der hat ein bisschen mehr Abspieloptionen noch als das, was bisher der Dennis implementiert hat, aber ich habe wieder große Hoffnung in den Dennis, dass wir das bald überholen werden, den Podlove Web Player. Man dachte, ich kann ihn jetzt provozieren, aber es funktioniert nicht, er ist zu sehr ins Kebab vertieft, glaube ich. Oder der Mund ist zu voll. Weiß nicht. Ich möchte nochmal an dieser Stelle sagen, dass das Essen wahnsinnig gut hier ist. Ich habe jetzt den Döner Spezial und der ist wirklich lecker. Ja, ich finde die Mischung mit dem Gemüse noch dem extra Salat sehr gut. Das Spezial heißt, dass es extra nochmal Gemüse drin ist. Ja, es ist Tomate, Petersilie, Zwiebeln und noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe dazwischen. Also nur eine Salatmischung. Hast du vorgelesen zuerst? Joghurt ist kein da drin. Ich habe die andere Variante anscheinend bekommen, die scharfe. Ja, wir haben eigentlich noch, was ist mit dem 32C3? Da haben wir noch Themen, oder? Das sollten wir auch da könnte ich noch 2-3 Sachen empfehlen. Das eine ist die Fnord News Show vom Fefe und Frank Rieger. Frank Rieger, einer der Sprecher vom CCC, Fefe, ein ehemaliges Mitglied des CCC, das ist gerade großer Skandal die Woche gewesen, dass Fefe vom CCC Berlin ausgetreten ist. Wieso? Große Streiterei, weil in den Foren des CCC E-Mail-Listen. Und Foren, glaube ich, hat er auch geschrieben, aber E-Mail-Listen auch, hat er, wird jetzt geachtet auf Sprache, formulieren wir es mal so allgemein. Und das ist dem Fefe offensichtlich sehr aufgestoßen. Und das will er halt nicht, weil das sieht er als Zensur und alles. Das ist das, wogegen er immer kämpft. Und da heißt es nicht mit seinen Ideen vereinbar. Und im Worst Case ist auch
Trolling oder bis hin zu, hat er als Beispiel genannt, Mobbing zu akzeptieren in Foren, um Freiheit der Sprache zu ermöglichen. Das ist natürlich ein Diskussionspunkt, das Ganze. Aber das ist, der ist ja eh bekannt als extremer. Ich würde mich wahnsinnig gerne mal mit ihm persönlich unterhalten, weil alles das, was ich von ihm und über ihm lese, das ist so. Ich würde einfach mal ganz gerne wissen, wie das ist, wenn er sich mit den Leuten direkt auseinandersetzt. Ob es dann auch noch so strikt sagt. Oder ob die Klappe dann auch noch so groß ist. Wobei ich mal sagen muss, der Frank Rieger und der Fefe machen auch diesen Alternativlos-Podcast. Mhm. Und den wiederum, den machen sie sehr gut und harmonisch miteinander. Da rezipiert den Fefe eigentlich ganz anders, als wenn man ihn dann über seine Blogartikel oder über seine So-Äußerungen... Er hat eigentlich keine große Klappe. Finde ich gar nicht. Er lässt sich schnell auch überzeugen, wenn jemand Argumente bringt. Ja, das mit dem Diskurs ist auf jeden Fall. Mag sein in der Diskussion, aber ich habe Fefe, mir war Fefe noch kein Begriff, als ich zum ersten Mal seinen Blog gelesen habe. Da war Fefe, keine Ahnung, wer ist das? Und habe mir gedacht, was zur Hölle ist das? Also ja, das war ja. So, hä? Und dann echt wieder weggeklickt, weil man dachte, was soll denn der Quatsch? Ich frage mich, ob er nur schreibt, wenn er fuchtig ist. Und völlig unabhängig jetzt vom Inhalt, einfach es ist die Art in diesem Blog, die ich einfach wobei es gibt dann unten bei dem Post noch eine Ergänzung, weil er offensichtlich dafür kritisiert worden ist. Fefe wird fast für jeden Post kritisiert. Man soll doch jetzt gefälligst die Sprecher des CCC in Ruhe lassen, weil die haben wirklich nichts damit zu tun und die kämpfen ja. Also so gesehen, Frank Rieger, der ja einer der Sprecher ist, ist damit wieder aus der Kritik ausgenommen. Daher kann die Kommunikation da durchaus weiterhin harmonisch sein und auch bei der News Show ist sie absolut harmonisch. Also. Und noch etwas anderes, steht da absichtlich CCC Berlin und nicht CCC Deutschland. Ja. Also das heißt, er schreibt nichts dazu, ob er aus dem CCC ausgetreten ist, nur aus dem CCC Berlin. Ja, er schreibt auch, er überlegt, ob er nicht einem anderen RV beitritt. Also die Kritik geht ganz explizit in die Berliner. Mhm. Ja. Und diese Nord News Show, war das jetzt ein einmaliges Ding oder wird das jetzt auch ein Podcast von den beiden? Nachfolge-Podcast zum Alternativlos oder so? Nee, also, die Nord News gibt es ja schon länger als Alternativlos. Ah, okay, das liegt. Das ist schon uralt. Aber auch von Fefe und Frank Rieger, oder? Ja, die machen das schon seit Ewigkeiten. Das ist komplett an mir vorbeigegangen, oder? Oh je. Okay, also dadurch ist sein Blog erst entstanden, nämlich. Sein Blog ist aus den Fnordviews entstanden, weil er sich gedacht hat, ich muss das ja irgendwann mal auch niederschreiben, damit ich das am Ende des Jahres noch weiß. Und dann hat er es halt niedergeschrieben und so ist sein Blog entstanden. Okay. Übrigens, komplette Software selbst geschrieben. Ein LDAP-Server dahinter, ein Webserver und so weiter und so fort. Dann werfe ich noch einen zweiten rein, bei dem der Frank Rieger auch beigetragen hat. Das sind die Security Nightmares. Die sind auch ziemlich cool und auch durchaus verständlich aufbereitet. Also man muss nicht der Ur-Techie sein, um das zu verstehen. Da kommen schon viele Beispiele, die man auch einfach so versteht, indem man zuhört. Bügeleisen mit WLAN. Ja. Das kann nur schief gehen. Ne? Das ist so wie der klassische Kühlschrank mit WLAN und so. Das stimmt, dieses Jahr hat wirklich das Bügeleisen mit WLAN-Funktionalität gefehlt. Diesmal war es der Kühlschrank. Ja. Das hat mich mal bei dem Republika, bin ich da mal reingeflogen bei einem Vortrag. Da war der Vortragstitel war der twitternde Kühlschrank. Haben gedacht, das ist ironisch gemeint, weil das ja so ein stehendes Wort ist. Aber ein Firmenvortrag über den twitternden Kühlschrank. Gibt's, ja. Also, ja. Und einen dritten habe ich noch, den ich ursprünglich gar nicht auf der Liste habe, der wurde mir empfohlen und ich empfehle ihn sofort weiter und da zähle ich auch ein bisschen was dazu. Das ist die Exhaust Emission Scandal oder kurz gesagt Dieselgate. Also ein bisschen aufgerollte Geschichte, was da rund um VW passiert ist und noch immer passiert. Mhm. Da haben sich zwei Leute die Sache ein bisschen genauer angeschaut, der eine mehr von der rechtlichen Situation, von der Umgebung. Der andere hat sich so ein Device organisiert und das gehackt. Nachdem er zuerst so ein Fahrzeug auch selber gehabt hat, sich kurz überlegt hat, ob er sein eigenes Fahrzeug jetzt auseinander nimmt, hat er dann doch den Weg beschritten, dass er sich auf eBay so ein zweites Gerät zur Steuerelektronik organisiert hat und hat die dann reverse-engineert. Und es, also gute Boah, Techniker... Auch fest verlinkt, dieser Artikel über Spiegel und andere Bewegungs- und
der Talk ist durchaus verständlich. Also es gehen wirklich die Details daraus hervor, was denn VW da gemacht hat. Mhm. Es ist nicht das, was ich ursprünglich gelesen hatte, dass einfach der Testzyklus dadurch erkannt wird, dass sich nur zwei Räder drehen. Das ist nicht der Fall. Sondern es wird anders erkannt, nämlich der Testzyklus für die Abgasmessung ist eben fix vorgeschrieben. Da gibt es ein klares Muster. Und es ist wirklich so, dass die Steuerelektronik schaut, ob sie sich in diesem Testzyklus befindet. Also da wird wirklich getraced auf Sekundenbruchteile genau, ob man sich in diesem Zyklus befindet. Und wenn man sich in dem Zyklus befindet, dann verhält sich die Elektronik so, wie sie ursprünglich von Bosch gedacht worden ist. Und wenn nicht, dann ist sie im Ausnahmemodus. Und der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Modi ist, dass in dem Modus, in dem gespart wird, jetzt aus VW-Sicht gespart wird, kein Harnstoff hinzugefügt wird. Das ist nämlich interessanterweise eine wesentliche Komponente. Also bei diesem Ausnahmemodus, wo er sozusagen auf die Abgase keine Rücksicht nimmt. Auf die Abgase nimmt, wird kein Harnstoff ich weiß nicht, ob man es genau als Katalysator bezeichnet, das habe ich mir nicht gemerkt, aber eben dort nicht zugeführt und damit gehen die Werte so rauf. Man spart sich natürlich dann den Harnstoff, dort muss der seltener nachgefüllt werden, aber im Endeffekt ist das eigentlich eine ziemlich unnötige Aktion, diese ganze Geschichte. Nicht? Ja, und es ist, das ist auch sehr hübsch, die Demonstration ist wirklich ein Aha-Effekt, also man kann dazu schauen, wie er reverse-engineert hat, den Verlauf, wie sich dieser Testzyklus, wie der da ausschaut, das hat das Grafik dargestellt und dann eben das angesehen, wie sich denn die Software verhält und man sieht genau, die Kurve passt genau da rein, also das sind keine zufälligen Geschichten, die da passiert sind, das ist absolut explizite Manipulation und das wird auch immer wieder angesprochen. Es ist nicht denkbar, dass das wirklich vom Management nicht gewusst wurde, was da passiert ist. Ja, also das muss ziemlich weit hinauf bekannt gewesen sein und sein, was da passiert ist. Bin gespannt, wie die Geschichte da weitergeht. Ich finde das ein super Argument für Open Source oder prinzipiell für Offenlegung von Technologien, ne? Weil wenn ich nicht weiß, was eine Blackbox tut, dann kann die mir viel erzählen. Ja, ich meine, es ist dann, ich würde sagen, die Problematik liegt hier woanders. Da hätte man nicht einmal Open Source gebraucht, sondern man hätte nur auf die Idee kommen müssen, vielleicht einmal die Autos in einem anderen Modus zu testen als in dem Standardzyklus. Das heißt, sowas wie eine unabhängige Fachpresse, die ist aber nach. Ja, das hat mich ja gewundert an der ganzen Geschichte. Das keine ist mein Motormagazin, ist ja wirklich ein starker für Industrie oder Journalismus. Ja. Journalismus ist stark vorhanden. Warum? Also, warum sind die nicht draufgekommen? Genau. Naja. Ja, weil du, ja, das ist deine Vermutung natürlich. Die, also ich glaube, das haben wir verwöhnt von der CD oder dass wir gewöhnt sind, dass es in der Computerbranche im deutschen Sprachraum unabhängigen Journalismus gibt. Du meinst, das ist eher so ein Werbe, aber alle. Faszinierend. Ja, es gibt kein Too Big to Fail. Also das ist irgendwie durch die vergangenen letzten zwei Jahre irgendwie hat sich das immer mehr gezeigt, dass man sich von diesen Gedanken verabschieden muss. Das ist nicht nur Snowden, das ist VW, es ist irgendwie. Also den Satz too big to fail verstehe ich jetzt in dem Zusammenhang nicht. Ich würde sagen, genau das Umgekehrte ist der Fall. Es ist gerade wieder mal too big to fail, weil weder die EU noch die nationalen Regierungen kümmern sich zurzeit ernsthaft um das Thema. Also eigentlich müsste man doch den Autos die Fahrberechtigung entziehen. Dass man sich denkt, so ein Skandal in diesem Ausmaß, dass man da wirklich der Software das Lügen beibringt und blablabla, dass das nicht möglich ist. Aber wie gesagt, ach so, okay. Muss man sich. Also kein too big to cheat oder so. Ja, too big to cheat, ja, ist vielleicht besser gesagt. Ja. Tja. Also wirklich, das ist auch so ein Talk, den kann man absolut empfehlen, finde ich. Auch, es ist ziemlich viel technisches Detailinformation dabei, aber die ist nicht wirklich relevant für das Verständnis der Grundaussage des Talks. Also man kann sich auf die Details einlassen und dann hat man noch viele Aha-Momente, aber es ist nicht notwendig, dass man jedes Detail versteht und man hat trotzdem am Schluss die wesentliche Botschaft an der ganzen Geschichte. Besonders lustig, einer von den beiden arbeitet auch bei BMW in der Entwicklungsabteilung, der hat also auch besonderes Interesse daran zu schauen, einerseits wie schaut es bei BMW aus, wie schaut es bei der Konkurrenz aus und so weiter.
Wobei BMW hatte ja auch mal so einen Skandal. Das ist nur mittlerweile schon fast unbekannt. Also das ist einige Jährchen her. Im Zusammenhang mit Motorrädern, wo man getrickst hat. Da ist man aber relativ früh drauf gekommen und daher war dann der Schaden zur Reparatur wesentlich geringer. Also ich glaube, es war sogar noch Vorserie oder so. Ist auch in dem Talk drinnen. Er berichtet nämlich selber davon, der BMW-Mensch. Ja, also das ist Dieselgate. Hast du jetzt eigentlich schon alle 32 C3-Filme angeguckt? Nein, ich hab fast nur die angeschaut, von denen ich erzählt habe. Also ich habe ein paar gestrichen, die ich nicht besonders gefunden habe. Und ich bin jetzt eigentlich auch fertig. Ich habe nicht vor, mir alle anzusehen. Okay. Ich habe doch auch noch ein anderes Leben auch hin und wieder. Ja. Ich bin nämlich so, weil ich habe noch immer nicht geschafft, meinen Blog zu schreiben über den Besuch. Das ist schon wieder ein Monat her. Kannst du ja dann knapp vor dem nächsten machen, wenn du hast wieder aus Nostalgiegründen ein paar Jährchen. Ja, ich muss zeitnah. Aber wir haben ja das letzte Mal getrommelt für den Easter Hack hier. Ja. By the way, Easter Hack Salzburg ist ausverkauft. Ah, das heißt. Also wer noch kein Ticket hat. Ich kriege auch keins mehr. Nein, kriegst du auch keins mehr. Geil, meine Organisationsprobleme haben sich noch nicht aufgelöst. Wie mache ich das jetzt mit der Zeit und mit Geld? Tada! Okay, schade. Tja. Tja, so ist es. Gut. Ja, hätte ich 2 Wochen lang überlegen sollen. Ja, ein Technik-Thema fällt mir da noch ein, aber das fällt wieder, glaube ich, in dein Ressort, Stefan. Das ist nämlich das Camel Case. Kebab-Case. Ja, das ist eine skurrile Bemerkung vielleicht nur. Also so als Programmierer hat man immer wieder mit Ausdrücken wie Camel Case oder Snake Case oder Pascal Case zu tun. Da geht es darum, wie man Variablen schreibt, die sich aus mehreren Wörtern zusammensetzen. Also wenn man eine Variable nennt, so Beispiele dann. Genau, dann ist die Frage, soll man Troll-Hitpoints zusammenschreiben und klein? Soll man, du musst es bei fast allen Sprachen zusammenschreiben, da kommst du eh nicht drum herum. Ja, aber man kann es durch spezielle Zeichen trennen, das ist eigentlich so gut wie man erlaubt. Wobei, und das haben jetzt auch fast alle Sprachen gemeinsam für Nicht-Programmierer, der Bindestrich, Troll-Bindestrich-Hitpoints geht nicht, weil das in den meisten Sprachen als Troll-Hitpoints aufgefasst, das ist ein mathematischer Operator. Underscore. Einspruch erreichen. Gibt es auch Sprachen, die das erlauben? Also das geht in genug Sprachen. Nicht in besonders vielen. Ja, das ist eher die Ausnahme. Ja. Also SAS könnte es, aber das war schon, glaube ich, das Einzige, was mir jetzt einfällt. Also, Prolog natürlich, dadurch dann auch Erlang, aber das war schon. Na, lass mal dich noch eine Zeit lang denken, dann werden da schon noch welche einfallen, glaube ich. Ja. Aber gut, okay. Zur Erklärung, was gibt es so? Man kann die Wörter zusammenschreiben und jedes Wort im Inneren dann groß schreiben. Das nennt man Camel Case, wie ein Kamel mit Höckern. So großes T, Roll, großes A. Ob ganz vorne der Buchstabe groß ist, ist wieder eine andere Sache. Aber ob die in der Mitte dann, die Wortanfänge in der Mitte groß geschrieben werden, das ist die Frage. Dann kann man es schreiben, eben auch mit Wort ganz vorne groß, also der erste groß. Das wäre dann Pascal Case. Dann kann man, wobei ich ja noch sagen muss, wenn du Groß- und Kleinschreibung mischst bei Camel Case, setzt du ja voraus, dass deine Sprache case-sensitiv absolut ist, was ja auch nicht jede Sprache hat. Jetzt würde ich wieder sagen, aber das ist fast jede Sprache, dann sagt der Dennis SQL wieder drauf. Fortran, wenn Basic. Microsoft-Sprachen waren glaube ich nicht case-sensitiv, oder? Basic ist nicht case-sensitiv. Ja. Aber du verwechselst auch in deinem Kommentar zwei Sachen, weil nur weil sie nicht case-sensitiv ist, heißt das nicht, dass ich nicht Groß- und Kleinbuchstaben verwenden darf. Also in HTML zum Beispiel darf ich sehr wohl Groß- und Kleinbuchstaben vermischen. Ja. Nicht in HTML, nicht in denen, die auf nicht XML passen. Ja gut, jetzt, ja, wir verrennen uns wieder mal in was. Sehr gut. Gefällt mir. Aber es fehlen uns ja noch zwei. Das ist Snake Case, das ist Trennen der Wörter durch einen Unterstrich. Okay. Und jetzt kommt's Kebab Case. Was ist Kebab Case? Habe ich mir gedacht, das ist relevant. Letzte Buchstabe groß. Weiß, mit Bindestrich. Also bei den Sprachen, bei denen es erlaubt ist, ist das mit Bindestrich getrennt. Okay, da habe ich auch längere Zeit gebraucht und recherchiert, bis ich dann in einem Sub-Sub-Sub-Forum des Urban Dictionary die Erklärung dazu gefunden habe. Das referenziert auf den Kebab-Spieß, also auf den das Fleisch aufgespießt wird.
Und die Wörter sind dann die Fleischscheiben und der Spieß ist der Biss oder das sind die Striche. Hat man sich einmal so vorgestellt, man kann sich so vorstellen. Das nächste Mal, wenn ich Minus vorne, hinten und in der Mitte sehe, denke ich an einen Kebab. Also jetzt wisst ihr, womit ich mich beschäftige. Ich bin jetzt wahnsinnig dankbar dafür, weil es ist nämlich an mir vorbeigeflogen, mehrfach diese Geschichte. Ja. Und ich dachte mir, wovon reden die da? Jetzt weiß ich es, danke. Ja. Wer von euch kann denn Englisch lesen? Ich hätte noch was Nerdiges. Ja. Ja, auf Englisch etwas vorlesen. Wer traut sich das zu? Ich hätte da einen Limerick vorzulesen. Ich bin nicht besser als Arnold Schwarzenegger. Du weißt nicht, was ein Limerick ist. Ein Limerick finde ich toll. Podcasting, Framework, Film, Lichter. Nein, das mit Klammer auf und dann... Nein. 12. Das ist der Limerick. Podcasting, Nein. Ach so, okay. Gut, und den soll ich jetzt vorlesen. Das ist der Limerick. Stefan hat meine mathematische Formel gegeben. Und ich soll das auf Englisch vorlesen. Oh Gott, okay. In Reimform. In Reimform? Weil es ist ein Limerick. Ein Limerick ist ein Gedicht. Okay, also das Round Square Open, oder wie sagt man das? Round Bracket Open, 12 plus 144 plus 20 plus 3 times square of 4. Closing bracket divided by 7 plus 5 times 11 equals 9 square plus 0. Also ich bin jetzt noch nicht begeistert. Das Reimmaß stimmt noch nicht. Das haut einiges nicht hin. Versuch's mal mit dem 6 plus. Also ich schlage Folgendes vor. Als Leseweise. Dozen plus a gross plus a score plus 3 times the square root of 4. Divided by 7 plus 5 times 11 is 9 squared plus not a bit more. Not a bit more? Not a bit more. Null. Wow. Das Einzige, was ich dabei gelernt habe an der Geschichte, also das Dutzend im Deutschen für 12, ne, das kennt man. Das Groß hat man vielleicht auch noch in der Schule gelernt für 144. Ja, ist es ein Dutzend mal ein Dutzend? Ja, ist ein Dutzend, ja. Aber dass es für 20 auch so eine Einheit gibt, im Englischen gibt es das Score. Geschrieben so wie die Punkteanzahl in einem Spiel. Score ist 20. Ist 20. Ja, habe ich dabei gelernt. Hat auch einen historischen Grund, den ich mir nicht gemerkt habe, wo genau das herstammt. Habe ich noch nie, also im Deutschen wüsste ich nichts, was für 20 stehen würde. Mir fällt auch nichts ein. Ja. Ich werde versuchen, verlinken in seinem Mathematikbuch, wo er seitenlang sich ergeht über verschiedene Zahlensysteme. Ja. Also welches Naturvolk mit welchen Zechen und Gliedmaßen und welchen Zahlenbasis, also dass du mit einer Hand bis 5000 zählen kannst und lauter so Zeug. Bis 1024. Oder wie man babylonisches multiplizieren. Da gibt es extrem nerdige Sachen. Ich kann nur anmerken, es gibt angeblich einen Schock, also ein halbes Dutzend Schockeier. Und 6 Eier hast. Schock? Ja. Schock? Sind das nicht 60? Das war bei mir noch im Mathematikbuch drinnen. Schock? Ich habe Erinnerung, das sind 60. Ein halbes Dutzend. So habe ich es gemerkt. Du, was weiß. Interessant. Ich immer mein Mathebuch stand aus den 90ern. Tja. Da wurden die immer verspielt. An dieser Stelle noch, bevor wir weiter werden, wie nennt man das, eine Lanze brechen für das auf 12 basierende Zahlensystem. Wie heißt das? Dutcher-Dezimalsystem? Also das ist nicht ein 10er-System, sondern ein 12er-System. Also Dutcher-Dezimal hätte ich gesagt. Ja, das ist einfach viel cooler. Ja? Es ist aber unpraktischer. Hat sich auch durchgesetzt. Also, hat sich nicht durchgesetzt, aber hey. Ja. Also das 10er-System hat sich deswegen durchgesetzt, weil es wirklich am praktischsten ist. Erstens, wir haben 10 Finger. Ja. Das zweite ist, sind 2 mal 5. 5 ist eine sehr gute Zahl zum Erfassen. Man kann 5 Dinge, es gibt die 5er-Regel, wenn da ein paar Sachen stehen und es sind 5 Stück oder weniger, kann man sofort sagen, es sind so und so viele, ohne überhaupt bewusst es zu zählen. Ab 6 musst du bewusst zählen. Und deswegen ist 5 eine perfekte Zahl. Ich spreche das nicht gegen ein 12er-System, weil 6 kannst du auch noch schaffen. Nein, das kann der Mensch nicht. Das aber wenn schon hexadezimal, oder? Das ist ja, hexadezimal hat wieder 12. 12 ist auch cool, du kannst 6 durch 3, 4 und 6
So, wir werden es brauchen können. Die Ecke. 16 ist eine Potenz von 2. Einen Radler, bitte. Radler. Mhm. 16 kannst du nicht durch 3 Nein, groß. Brauche ich nicht. Okay. Na gut. Lass mich. Ich versuche das Buch ich, zu verlegen. Ich hätte noch was Nerdiges, ja, und es biegt aber langsam von den Techie-Sachen ab. Also hat noch wer was mit. Okay. Wir haben ja das Rohrpostsystem da gesehen, die Seidenstraße beim 32C. Ja, wir haben das sehr bewundert. Ach, das gab es wieder. Cool. Das gibt es, ja, gab es wieder. Und die haben das auch wieder weiterentwickelt. Also mittlerweile haben sie auch, ja, jetzt haben sie auch Router, automatische, also Hardware-Router und so weiter. Und zusätzlich haben sie es erweitert um ein Feldtelefonsystem. Also die bauen das noch immer ganz schön aus. Und ihr habt es letztens auch geredet über den Stimmen der Kulturwissenschaften Podcast, und den, da habe ich mir jetzt auch einige Folgen runtergeladen, unter anderem eine über Rohrpost. Und die ist sehr gut, kann ich empfehlen. Das ist die Episode Nummer 75, glaube ich, steht auf jeden Fall richtig dann in den Shownotes mit Links. Und da wird darüber erzählt, über ein Rohrpostsystem, das für Wien geplant worden ist. Eine ganz lustige, skurrile Geschichte. Zum Leichenabtransport aus der Stadt zum Zentralfriedhof runter. Ist dann niemals gebaut worden. Gab es auch schon hübsche Geschichte rund um Korruption, um diese Sache herum. 1860 redet man jetzt gerade so in der Zeit. Also da hat man vorgehabt, so eine Art Rohrpost-U-Bahn-Richtung Zentralfriedhof zu bauen. Für Leichen, also war gedacht für einen Leichentransport, ja. Nicht für die Fahrgäste, für den... Und lass mich raten, es ist gescheitert am Widerstand der Bonfinebauer, die gerne einen schönen Leichenzug durch die Stadt haben wollten? Wahrscheinlich nicht. Ist dann auch in dem Podcast drinnen. Es ist tendenziell eher so gewesen, dass man schon das politische Machbare erreicht hatte damit, dass man überhaupt den Zentralfriedhof durchgesetzt hat, weil da war schon großer Aufruhr von den unter anderem von der Kirche, weil das halt ein interkonfessioneller Friedhof war, sowas war. Innerhalb der gleichen Mauern, also ganz arge Geschichten. Also sehr, sehr interessante geschichtliche Episode. Und kam dann auch vor, das Rohrpost und so groß, ne, da hat da irgendwann dann schon ein bisschen an U-Bahn. Mhm. Ja, man hat auch einmal eine Druckluft-U-Bahn gebaut, wenn auch nur 100 Meter lang, unterm Broadway gab es einmal so eine Geschichte. Und irgendwie hat dann mein Hirn angefangen weiter zu rattern und ist auf andere Sachen, andere skurrile Sachen gestoßen in der Geschichte. Kennt ihr das Kaspische Seemonster? Sowas wie Loch Ness? Nein, das ist was von Menschen Geschaffenes. Nein. Wisst ihr, was ein Ekranoplan ist? Ja, doch. Nur ja, weil ja, ich ja, dem ja, Link gefolgt bin. Das ist eine Art russisches Luftkissen, nicht Luftkissen, ein russisches Wasseramphibienfahrzeug, richtig? Ja, es ist. Hat die lustige Eigenschaft, dass es fast fliegt. Also es ist ein Bodeneffektfahrzeug. Ekranoplan also kein ist da. Okay, dann kenne ich das Flugzeug. Gesagt, ne? Ja. Es ist also vom Prinzip. Es ist nicht das, was man sich darunter vorstellt, aber es hat ein recht ähnliches Prinzip. Mhm. Also es schwebt deswegen über dem Wasser aufgrund des durchaus auch des Luftkissens, das sich da aufbaut drunter dann. Und das Ding ist wirklich gewaltig, was die Russen da zu Zeiten des Kalten Krieges gebaut haben. Ich habe das verglichen, es sind ziemlich genau die Dimensionen von einem A380. Also es ist nur die halbe Spannweite. Es hat 35 Meter Spannweite, es hat über 90 Meter Länge, da gab es unterschiedliche Varianten zwischen 90 und 105 Meter lang. Leergewicht 250 Tonnen, Abfluggewicht 570 Tonnen, also da spült sich schon was ab. Und das Lustige ist, das Ding... Also man muss sich das auf YouTube ansehen, ja, weil es ist einfach spektakulär, das Teil. Es sieht aus wie ein Wasserflugzeug beim Starten, aber es hebt halt nie wirklich aus dem Wasser, also es hebt nie wirklich ab, es hebt schon aus dem Wasser ab. Also es ist dann so zwischen, dann so ein bisschen über dem Wasser. So zwischen halben Meter und einem Meter über den Wellen, weil sich da eben so dieser Luftpolster aufbaut. Und es schaut einfach kolossal aus. Da sind 10 Triebwerke hinten drauf. Und Geschwindigkeit von dem Ding, das die Russen damals wirklich gebaut haben, ist so zwischen 500 und 600 km/h. Also das ist durchaus auch flott, das Zeug. Und der ursprüngliche Anwendungsfall wäre Truppenverlegungen gewesen. Also wenn man da 400 Tonnen Nutzlast reinkriegt, ne, da gehen sich schon ein paar Truppen aus und ein paar Panzer. 400 Tonnen? Ja, oder fast 400 Tonnen. Also speziell, wenn du das jetzt vergleichst mit einem Schiff. Ne? Ja, das wesentlich langsamer ist.
Was, ja genau, also die schnellsten, jetzt so sind wir bei 60 oder so. Jetzt, damals auch noch nicht. Und die eben 500 bis 600. Also das war wirklich eine spektakuläre also Geschichte. Also die nutzen das schon am Schiff, aber fast die Geschwindigkeit von einem Flugzeug. Genau, genau, das ist so die Idee dahinter. Ja. Aber kann auch sich über Land bewegen, weil das Luftpolster baut sich eben auch auf Land auf. So gesehen ist es wieder relativ ähnlich diesen Luftkissenfahrzeugen, die man so noch kennt aus Ärmelkanal-Fährenzeiten. Aber es braucht halt eine relativ ebene Fläche. Ja, das ist richtig, ja. Gebirgig darf es nicht. Darf es nicht sein, ja. Oder Bäume. Ja, aber es kann an Land starten. Also es müssen nicht die Leute zuerst mit einem Steg hingebracht werden oder mit einem anderen Schiff, sondern es kann durchaus an Land beladen werden, also leicht befahren werden. Und was war der Grund des Scheiterns des ganzen Konzepts? Wenn ich es richtig verstanden habe, hauptsächlich finanzielle Probleme und dass der Khrushchev zu der Zeit abgesägt worden ist. Also der dürfte ein ziemlicher Proponent gewesen sein der Geschichte. Technisch hat es funktioniert. Es gibt auch jetzt Projekte, die versuchen, sowas wieder zum Laufen zu kriegen. Auch zwei deutsche Projekte dazu, findet man auch YouTube-Videos dazu, wobei das jetzt da geht es um viel kleinere Dimensionen, also jetzt ist es eher so Privatflugzeugdimensionen, an der man arbeitet und nicht so dieser Truppentransporter. Aber ich finde es einfach cool, was es da gegeben hat. Und das YouTube-Video, das wir verlinken, da ist die Geschichte dahinter, wie die Amerikaner das entdeckt haben auf Satellitenfotos und sehr verblüfft waren, was sie da auf einmal sehen und dann versucht haben herauszufinden, was das eigentlich ist. Weil das ist auch jetzt noch an der Stelle, wo sie es entdeckt haben, nämlich in einem Hafen am Kaspischen Meer vor Anker. Und man hat sich das dann eben angeschaut und überlegt und gesagt, das Ding kann nicht gescheit fliegen, da sind die Flügel zu kurz für so ein Riesending. Was ist das? Und dann hat man das halt den Technikern übergeben und die haben sich dann halt überlegt, es kann eigentlich nur so ein Bodeneffektfahrzeug sein und das war es dann auch wirklich. Das, ich glaube, ich habe die Video oder Blog dazu auch gelesen, ja. Das traurig oder was so traurig stimmt, ist halt, dass das Ding in einem Hangar vor sich hinrostet, weil einfach kein Geld da ist. Also schlimmer ist es im Freien. Im Freien. Also ich habe den zweiten Link, den ich, weiß nicht, ob ich den auch da schon gepostet habe, du findest das auf Google Maps ohne Probleme, weil das Ding ist so groß. Ja. Also mit den Satellitenfotos, das halt schon hin. Das ist 100 Meter. Das ist ein militärisches Objekt, es tut einfach weh zuschauen, wie das da ungepflegt, was ich hin kann. Ja. Und per se nicht unbedingt nur militärisch nützt. Also das könnte man durchaus vorstellen für Fähren quer übers Mittelmeer drüber oder so. Ja. Und apropos Fähre quer übers Mittelmeer. Anna, geht's noch oder hast du nur Hase? Ganz im Gegenteil. Kennt's nur ruhig, ganz lang weiter. Kennt ihr das Allantropa-Projekt? Nein. Ja. Das ist aus den 20er Jahren ein Projekt, gibt es einen Wikipedia-Artikel dazu. Da hat man sich überlegt, wie man denn das schaffen kann, dass man jetzt zu mehr Land wiederkommt und überhaupt das Mittelmeer besser nutzt. Und da gibt es eine ganz einfache Variante dazu. Bei Gibraltar macht man zu. Jawohl, das war so in den 30er Jahren, so ja. Größenwahnwitzige genau. Ideen. Ja, wobei also technisch durchaus machbar, das Ding zu bauen, das könnte man schon. Nur die Folgen, die man da damit erzeugt hätte, wären wahrscheinlich gewaltig gewesen. Wobei ich glaube, die ökologischen Folgen sind ja damals noch gar nicht so bekannt gewesen, ne? was wirklich passiert, wenn es da in den Klimahaushalt wäre. Ich sage jetzt einmal, die sind auch jetzt noch nicht wirklich bekannt, weil von Klima so wirklicher Ahnung haben wir ja noch immer nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das gewaltige Folgen gewesen wären. Was ich sehr interessant fand dran ist, was denn gewesen wäre, wenn man nur den Damm gebaut hätte als nächsten Schritte, hätte ich erwartet, naja, dann wird das Mittelmeer quasi übergehen. Nein, das ist genau andersrum. Das Mittelmeer trocknet sozusagen aus, weil das Meer verdunstet, als es Zufluss hat. Das heißt, Gibraltar ist ein Einfluss ins Mittelmeer und kein Ausfluss. Das Mittelmeer gibt es nur, weil der Atlantik ständig Wasser ins Mittelmeer spült. Sagen wir so, es wäre wesentlich kleiner. Und das ist auch die Geschichte. Also man hätte damit den Meeresspiegel vom westlichen Mittelmeer um etwa 100 Meter abgesenkt, wäre die Idee gewesen. Und bei diesem Damm dann gleich ein Wasserkraftwerk dazu. Damit hätte man dort super Energiegewinnung gehabt. Und außerdem hätte man damit gleich auch eine Brücke gehabt zwischen Europa und Afrika. Politisch derzeit ganz, ganz unpopulär. Jein. Ich habe die Sache wieder gefunden aufgrund eines Artikels, den es letztes Jahr in den Medien gab. Er war auch im Spiegel, er war auch in einer österreichischen Zeitung, wo ich ihn gelesen habe, wo jemand auf die Idee gekommen ist, eine Brücke zu bauen zwischen Sizilien und Nordafrika. Die wird immer wieder, also zwischen Sizilien und Nordafrika. Zwischen Sizilien und dem Stiefel. Die wird gebaut. Die wird jetzt doch gebaut. Die wird gebaut. Die hat nur Zeitverzögerungen, aber die wird gebaut.
Das sind auch nur, glaube ich, 2 Kilometer. Also das ist eine normale Spannbrücke. Das ist relativ unproblematisch. Die zu Nordafrika ist ein bisschen problematischer. Da ist das Meer dazwischen 300 Meter tief. Da muss man sich schon ein bisschen was einfallen lassen. Aber das ist auch eine ziemliche Strecke, oder? Von Sizilien bis... Das auch, ja. Das habe ich nicht im Kopf, aber es ist auf jeden Fall eine große zweistellige Kilometeranzahl, wenn nicht sogar dreistellig. Und da gibt es dann ein echtes Projekt oder ist das nur so hingeschmissen? Weiß nicht. Ich halte es nicht für besonders seriös, aber es gibt halt Projekte rund. Also eine Hängebrücke kann es nicht sein? Nein, nein, das nicht mehr. Auf keinen Fall. Das würde unter ihrem eigenen Gewicht zusammenfallen. Ja, absolut. Und dort wäre ein zweiter Damm dann geplant gewesen bei Alantropa, weil wenn man schon einmal 100 Meter tiefer ist, dann ist das ein Schleusensystem und das östliche Mittelmeer 200 Meter absenken, wenn schon, denn schon. Dort hat man dann das nächste Kraftwerk und dann braucht man natürlich auch entsprechende Kraftwerke zum Schwarzen Meer rüber, also dazu den Dardanellen, das wäre dann die nächste, also alle Energieprobleme sind gelöst, alle Transportprobleme sind gelöst. Ja, das war es. Und auch Venedig hat keine Probleme mehr, dass sie irgendwie vom Meer. Die werden immer verschluckt vom Meer. Ganz im Gegenteil, man muss dann einen Kanal bauen, dass man dann dorthin fahren kann. Also da gibt es ja lustige Karten dazu. Oder sie werden halt einen See, ne? Ein Binnensee, ja. Rundherum wäre das dann ein Binnensee dort, ja. Das ist ganz wichtig. Stell dir vor, dann Venedig und kannst du im Süßwasser baden. Ja, also das ist Alantropa. Tja. Also ich finde das gut, weil dann können endlich die Afrikaner. Einfacher nach Europa, weil sie dann nicht diese Tortur mit diesen Schiffen machen müssen, wo sie dann zum Teil ertrinken. Also rein menschlich gesehen ist das auf jeden Fall... Könnten wir es aber auch einfacher mit den Fährbetrieben dann regulieren. Das bekommen wir nicht so einfach geregelt. Also wenn es das mit dem Damm kriegt man eher hin, politisch. Wenn der Damm da ist, dann auf ist es auf jeden Fall sicherer. Also das bekäme man politisch wesentlich einfacher hin als ein Fährsystem, wo man alle, weil dann kann jeder zu Fuß rüber gehen, das kostet nichts. Während eine Fähre, dann muss jeder wieder Zugangskosten tragen und ja, hat nur Nachteile. Tja. Mit einer Überleitung, wenn wir schon beim Thema Politik sind, oder habt ihr noch... Nein, du hattest das so Live-Events, die du besucht hast, oder? Ja, genau. Ich war bei dem, steht das da drauf, Digital Champions Dingsbums. Ich habe dir die Woman Tech Makers, oje, vertatzt. Podcast Marketing am Daumen. Okay, ich war beim Digital Champion Code Austria 2016 Meeting. Mhm. Und zwar ist die Meral Akin-Hecke, die du ja auch schon empfohlen hast, Gelegenheit. Der Digital Champion. Genau, sie ist Digital Champion Österreichs und was ich kapiert habe, hat sie dadurch nicht direkt ein Budget, aber sie kann halt besser irgendwie Ressourcen anfordern. Und sie hat auf jeden Fall alle möglichen Leute eingeladen, die sich mit EDV und Bildung in Österreich beschäftigen. Und was ich nicht gewusst habe, es gibt in der Wipplinger Straße ein EU-Gebäude. Ich war im Herz der EU und habe zu Fuß hingehen können. Nicht einmal U-Bahn fahren müssen. Ja? Und da geht man so wirklich rein und so typisch Regierungsbunker, Glaspalast, Stahl, irrsinnig viel Fläche, nichts drinnen und Portier und so. Und wir waren dann ca. 20 Leute, zum Teil Unterrichtsministerium, zum Teil also Konkurrenten von mir, die private Bildungsanbieter sind und recht viele Typen, die eben eine Initiative oder einen Verein in die Richtung gehabt haben, zum Beispiel Österreichische Computergesellschaft, ÖCG, und die Hälfte habe ich ca. von 10 schon gekannt. Und dann hat das ganze Meeting, war relativ gut von ihr organisiert, finde ich. Jeder hat einmal kurz seine Statements abgegeben, was er so tut und wer er ist. Und dann war das Meeting auch schon vorbei. Es ist genau eine Runde lang gegangen und ich kann stolz vermelden, ich war der Einzige, der das Wort Open Source überhaupt erwähnt hat, aber nicht, dass es jetzt irgendwen interessiert hat. Und was aber schon schön ist, dafür, dass Österreich so klein ist, es gibt doch viele Leute, die halt versuchen, da was Gutes zu tun und zum Teil halt jetzt aus von der Wirtschaftskammer aus irgendwie sagen, ja, wir haben zu wenig IT-Nachwuchs oder zum Teil das halt selbst empfinden oder zum Teil halt, wie ich versuche, ein Business draus zu machen. Okay. Und ich habe dann ein bisschen mit einem Typen vom Unterrichtsministerium geredet, mit einem sehr netten Herrn, und der hat dann auch gesagt, dass das Ministerium selbst da sehr viel Kompetenz verloren hat, was digitale Bildung angeht. Also da gab es anscheinend einmal irgendwann, der sich darum kümmert hat, und dann ist das auch politisch wieder nicht
länger verfolgt worden und so. Und er hat dann gesagt, ja, und dadurch ist halt auch die Gefahr, dass jetzt Firmen dann sozusagen diese Kernkompetenz sich aufdrängen da im Ministerium und sagen, ja, wir machen euch das. Es gibt ja genug Firmen, die da sagen, ja, wir geben euch Tablets, wir geben euch das und das, wir haben die super Konzepte. Und wer das, was ich so rausgehört habe, auch ein bisschen kritisch gesehen, wenn du sozusagen als Staat diese Aufgabe abgibst an Firmen, die sich da wichtig machen. Besonders ja, wenn sie dich dann in Abhängigkeiten treiben sollen. Ja, ich meine, ich bin auch Firmenanbieter und mache mich auch gern wichtig, aber natürlich, wie soll ich sagen, war sehr interessant. Mhm. Ich hoffe, es gibt demnächst ein Protokoll mit allen Links und E-Mail-Adressen. Also es wurde dort beschlossen, dass wir uns gegenseitig alle die E-Mail-Adressen austauschen. Das war der einzige Beschluss, an den ich mich erinnern kann. Und ja, es gibt also mehrere Initiativen, die auch rein auf Vernetzung aussehen. Und ich hoffe, ich werde da demnächst etwas schreiben oder zumindest etwas verlinken können. Ja, und worauf bezieht sich der Digital Champion genau? Ist das guter Ausbildner, der dann das Nein, bekommt? Das ist von der EU, so viel ich das kapiert habe, und hängt auch mit so einem CodeWeek-EU-Projekt zusammen. Mhm. Und die Meral hat dazu aufgerufen, also wenn man irgendwas macht, was sozusagen in Richtung EDV-Unterricht oder Popularisierung oder irgendwie digital und Österreich geht, soll man es ihr schreiben und sie tut das dann auf ihrer Homepage verlinken. Ah, okay, also sozusagen hat sie auch eine Plattform, um sich selbst zu präsentieren. Vielleicht. Genau, also sie ist jetzt sozusagen dazu beauftragt. Du sagst, du schüttelst den Kopf? Mir kommt das Ganze, ich habe mir die Sachen ein bisschen näher angeschaut, mir kommt das Ganze bemüht vor. Im negativen Sinne des Wortes. Also ich habe immer das Gefühl, das sind Alibi-Maßnahmen. Ich sehe nirgendwo konkrete Ziele, die man sich setzt, weil das Ziel zu bilden ist für mich zu allgemein formuliert. Was will man erreichen? Welches Wissen will man vermitteln? Wenn man das weiß, was man vermitteln will, warum tut man es nicht explizit? Sprich, warum stellt man keine Materialien her, die das spricht auf den Punkt... Spricht der Ex-Lehrer, ne? Ja. Es spricht der Ex-Lehrer, dem auch der damalige Lehrplan wehgetan hat, der bis heute auch nicht drastisch besser geworden ist. Und also auch Thema waren dort auch die unmotivierten Kollegen, die überhaupt nichts damit zu tun haben wollen. Und so, die ich festgetragen habe. Ich kann jetzt nur, um das so zu beantworten von dem, was ich in der einen Stunde oder zwei Stunden dort mitgekriegt habe, dass das extrem heterogen ist. Es gibt Leute, die da privat einen Drive haben, was zu tun. Es gibt Leute, die natürlich ihre Firmen oder ihre Vereinsagenda pushen wollen. Es gibt Leute wie von der Wirtschaftskammer, die das einfach als Nachwuchsproblem sehen und sozusagen den Bestand an qualifizierten Arbeitskräften erhalten wollen. Es gibt andere, die da eher EU, also es waren glaube ich zwei verschiedene Ministerien da, die wollten halt sich selber da involvieren oder zeigen, was sie können. Also es war einfach sehr heterogen. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass es einen gemeinsamen Nenner gab, außer vielleicht digital. Passt für mich sozusagen wieder dazu, zu dem Bild, was ich da davon habe, dass man das, mir ist das zu diffus, ich unterstelle da niemanden oder ich will da niemanden irgendwas Schlechtes unterstellen, aber ich sehe nicht die Richtung, in die man wirklich gehen will. Mir ist es ja zu diffus. Ich kann das nur bestätigen, also ich glaube, es wäre jetzt auch unmöglich gewesen, dass wir uns da alle auf eine Richtung geeinigt hätten oder so, ohne wochenlanges Diskutieren. Ich kann nur sagen, es waren sehr viele verschiedene Leute da und ich kenne jetzt nur die Hälfte circa, ein bisschen näher. Ich glaube nicht, dass irgendeiner ein schlechtes Motiv gehabt hat. Ja, ja. Die haben durchaus ihre eigenen Motive und jeder bemüht sich halt auf seine Art und als überzeugter Demokrat finde ich das auch das einzig Sinnvolle. Ne? Ja. Also ich glaube da mehr, als dass der starke Mann jetzt von oben da was vorgibt und sagt, so wird es gemacht und ihr ordnet euch mir unter. Das, glaube ich, führt dann im Endeffekt zu weniger. So hatte ich es auch nicht gemeint, sondern ich habe gemeint, dass die einzelnen Beitragenden meistens ihre eigenen Ziele nicht klar formulieren bei sowas, bei solchen Veranstaltungen. Ja. Das geht mir immer so ein bisschen ab. Also nur kleiner Vergleich, also hier beim Biertaucher Podcast stellt er vor, wir müssten uns auf ein Ziel einigen. Da nichts rausgekommen. Kommt drauf an. Ruby oder Python. Kannst du um die nächste Getränkebestellung wieder oder so? Ja, bringen wir das zusammen. Das ist ganz besonders, möchten wir das länger ausbreiten im Podcast. Okay, damit war es auch schon. Also es tut sich was und sonst bitte Aufruf. Digitale, also wer was tut auf dem Gebiet, bitte die Meral kontaktieren, sofort sich. Ja, aber das war ja nicht das Einzige, was du da so in Fleisch und Blut besucht hast. Was habe ich noch geschrieben? Du hast einen Arduino-Kurs und eine Geburtstagsparty. Ja, das ist Eigenwerbung. Mach das so. Okay.
Okay. Du veranstaltest jetzt Geburtstagspartys? Nein, ich bespaße Geburtstagspartys. Also man kann mich mieten und für einen gewissen dreistelligen Geldbetrag gehe ich zu der Geburtstagsparty hin mit einer Tasche voller Computer. Mhm. Und die Kinder sind aufgerufen, natürlich auch ihre eigenen Computer so für einen Freund mitzunehmen. Okay. Und ich bringe denen dann leider Programmieren bei. Und die Eltern haben den großen Vorteil, dass die Kinder nicht schreien und nicht das Haus zerlegen und 3 Stunden oder 4 Stunden nicht gelangweilt sind und sie daneben sogar wirklich kein Schmerz. Die Eltern können daneben irgendwas tun, wie zum Beispiel was arbeiten oder so, werden nicht dauernd von quengelnden, nervenden Kindern interrumpiert. Super funktioniert, ja, habe ich schon zum zweiten Mal gemacht. Na, zum dritten Mal eigentlich. Ja, das war meine dritte Geburtstagsparty jetzt. In der Funktion. Was kriegst du da mit als Aufgabe? Oder was also da habe ich keinen großen Ehrgeiz, irgendwas zu schulen, sondern ich zeige gewisse Dinge, die es gibt, die natürlich alle sehr open-sourcig sind. Mhm. Ich versuche meistens ein bisschen Scratch zu machen, weil das halt der kleinste gemeinsame Nenner ist, das kannst du sofort machen. Und ja, wenn sehr viel Interesse ist, probiere ich sogar noch ein bisschen Python. Aber meistens geht es eher darum, ein bisschen mit Scratch was selber zu programmieren und dann den Kindern ein bisschen zu zeigen. Zum Beispiel zeige ich sehr gerne der Powder-Toy herum. Das ist ein Open-Source-Chemie-Baukasten-Spiel-Lernprogramm sozusagen, wo du so lustige Explosionseffekte machen kannst. Und ja, also da bin ich schon ganz glücklich. Wie viele Kinder dürfen das sein? Ja, ich habe da keine Begrenzung. Bei mir ist eher der Schwachpunkt die Anzahl der Computer, die ich mitschleppen kann. Mhm. Also wenn es mehr Kinder sind, müssten dann ein größerer Anteil von ihren eigenen Computer mithaben. Mhm. Und der zweite Schwachpunkt war das WLAN. Ich habe gefragt, ist WLAN vorhanden? Ja. Und naja, die Gastgeberin hat sich so ein WLAN, also sie hat LAN gehabt im Wohnzimmer, aber kein WLAN. Ne? Das hat sie sich so einen mobilen WLAN Kastel gekauft. Ja, extra und, für. Ja, und ich habe gesagt, ich tue jetzt die Computer aufbauen und so, ich habe kein Interesse, mich jetzt rein zu vertiefen, weil ich erfahrungsgemäß weiß, dass ich es nicht zusammenbringe mit diesen Anleitungen und diesem WLAN, das wirklich zum Laufen zu bringen. Das hat dann auch niemand zusammengebracht. Ja, und ja, ich habe dann halt mit meinem Handy einen Hotspot gemacht und es waren circa 8 Kinder und es hat dann funktioniert. Mhm. Also nicht gut, aber es hat funktioniert. Ich glaube, mit selber mitbringen ist sowieso zu empfehlen. Dann weißt du. Ja, ich habe immer auch nächstes Mal. Ich werde nächstes Mal immer eine Switch mitbringen, weil und dann geht es halt gut. Ja, aber wie gesagt, man kann mich mieten. Das ist aber auch dann, wenn, also du kannst, was auch immer du den Kindern beibringst, auch auf deren Computer beibringen. Ja, das ist ja der Sinn, ja. Dann ist die Chance ja sehr viel größer, dass es zu Hause weiterverbunden ist, wenn sie jetzt mein Gerät haben. Ich meine jetzt nur von der technischen Ausrichtung, von der Software, die man da braucht. Ja, also wenn du Scratch machst, brauchst du nur einen Webbrowser. Das ist meistens überall drauf. Außer der Rechner ist von VTech. Das checke ich jetzt nicht. VTech, das ist das Unternehmen, das so Kinderlaptops hergestellt hat und wo dann irgendjemand mal bei denen vorbeigeschaut hat auf deren Servern und ca. 100.000 Bildern sich heruntergeladen hat, die von den Kindern stammen, die diese Laptops haben, weil die Dinger sind internetfähig und die laden ihre Daten halt automatisch auf deren Server hoch. Und da sind, Also ein riesiges Datenschutzleck. Oh ja, ein riesiges. Stand heute wieder bei Heise, dass die jetzt so langsam wieder die Server einschalten nach ein paar Monaten. Die Geräte schauen uns jetzt alle mittlerweile zu. Die Smart TVs lauschen auch noch ein bisschen. Ja, genau. Auf unser Winken und unsere Befehle. Ich erkenne immer am nicht durchsichtigen Klebeband an der Webcam. Und ich habe erzählt von den Big Brother Awards, wo Mattel gewonnen hat, die per Purpose. Ausspionierpuppe. Eine Spionierpuppe, wo das Kind die Geheimnisse der Puppe erzählen kann. Und diese Soundfiles werden dann auf Mattel-Servers abgedruckt. Geil. Das ist irgendwie erstaunlich, dass sie sich selber dann nicht irgendwie eingeschränkt haben. Okay, lass mich noch kurz einen Satz sagen. Dass der nicht peinlich ist. Eben, dass keiner aufgestanden ist und gesagt hat, naja, so eine Stasi-Puppe ist vielleicht doch nicht das Richtige. Ja, aber damit sieht man, dass zu wenig sowas im Studium oder in der Ausbildung gelehrt wird, dass halt Datenschutz existiert, sondern, es geht, also mache ich es. So ein bisschen so der Knotwahnsinn, der da zur Zeit herrscht. Ja, wenn du schon dabei warst, dann
Erklär doch noch kurz, was du den Kindern über Arduino beibringst. Na, das ist jetzt ein anderer Kurs von mir. Also ich habe derzeit einen Schüler, der hat ein Arduino, also der tut gern technisch basteln. Ja. Mhm. Und der Kern ist so wie der Raspberry 2, ein kleiner Bordcomputer, ja, genau, der Strom verbraucht, keinen Lüfter hat. Und halt ideal für Bastelprojekte. Und den gibt es in diversen Sets zum Kaufen, also wo du gleich so ein Breitboard, dieses weiße Gitter, wo du Sachen reinstecken kannst, kriegst dazu und ein Buch und tausende Lampballen und Drähte und so. Und der hat das halt alles und hat auch zwei dicke Bücher, aber kommt halt zu mir im Kurs, um das zu machen, weil das ja auch mit dem Programmieren halt ein bisschen schwer tut und zusammenstecken tut er eigentlich eh selber, da ist er eigentlich eh geschickter als ich. Und dann kriegst du bei Arduino, da ist eine Software dabei, so eine Software-Programmierüberfläche, die so circa ist wie das Prozessing. Ah, ja, ja, also das ist eine komplette IDE mit schon so Knöpfen auf Arduino hinaufladen und Code checken. Also, du hast einen Knopf, um den Code zu überprüfen und einen Knopf, um den Code direkt an das Arduino zu beamen, also zu schicken über ein Kabel. Und dort läuft er dann in so einer Art Endlosschleife und das ist C-Code, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da helfe ich ihm halt, dass dann, im Prinzip ist es ein C-Kurs, den ich mit ihm mache. Genau, ja, also, und was haben wir bis jetzt zusammengebracht? Lampballen, die dann so kitmäßig so hin und her leuchten. So, und da habe ich noch halt gezeigt, wie er verschiedene Muster machen kann. Und das letztes Mal war ein Schrittmotor. Das ist ein kleiner Schrittmotor drinnen mit so einer Art Propeller, auf den du dann irgendwas draufschreiben könntest. Und wir haben für den dann so ein Art Ziffernblatt gemalt und dann halt den programmiert, dass er verschiedene Positionen zeigt. Ah, okay. Und das halt geändert, ja. Und es ist mein erster Kurs in die Richtung, weil ich bis jetzt einfach, das hat einen ganz primitiven Grund gehabt, ich mache nur Softwarekurse, weil ich einfach keine Lust gehabt habe, für bis zu 4 oder 5 oder 10 Leute mir die Arduino und Boards und alles zu kaufen, weil du brauchst das ja dann doch mehrfach. Mhm. Ja, aber es ist ganz nett und wäre... Das klingt cool, besonders wenn man so direkte Belohnungsmechanismen mit Lämpchen, Dankeschön, leuchtet oder ein Muster so, das stelle ich mir rewarding vor, ja. Also man kriegt das auch in jedem besseren Nerdschuppen, diese Arduino-Sets, also sogar beim Konrad und so, also Arduino mit Buch und riesen Teilekasteln und so, alles fix und fertig. Und du brauchst dann nur noch einen eigenen Laptop. Ich kann es eigentlich jedem Vater oder jeder Eltern empfehlen, die gerne mit ihren Kindern so Projekte basteln. Also Programmierkenntnisse brauchst keine große dabei. Es hilft natürlich, wenn du welche hast, weil du dann noch bessere Sachen machen kannst. Ja. Aber was du halt brauchst, ist ein Kind, das genuin Freude dran hat, Lampen zu stecken oder an Kontakten herum zu basteln und so. Also du brauchst auch nicht einmal einen Lötkolben für die meisten Sachen. Du kannst einfach nur stecken. Ja. Aber wenn es natürlich, wenn das Kind nicht von sich aus ein Interesse an dem hat, ist glaube ich eher, sollte ich dann mal ehrlich sein und sagen, das ist für mich. Und das ist jetzt nicht so das Ideal, ist auch nicht für Kleinkinder ideal, weil halt sehr viele Kleinteile dabei sind. So dünne Drahteln und so, die halt schnell verlierst und schluckst. Da gibt es auch andere Bausätze mittlerweile. Ich habe das, ein Neffe von mir, leider weiß ich nicht, wie dieser Bausatz heißt. Die Mini-Bits? Könnte das sein? Das sind so elektrotechnische Bausteine, so wie Regler oder Mädchen und so. Und das sind Bausteine, die kriegst du so in einem Karton geliefert und die sind für sich schon abgekapselt und mit Magnetclips. Das war so ein Kickstarter-Projekt, wo es links schrauben und löten. Wir haben das zu Weihnachten gemeinsam ausprobiert und es ist eigentlich ziemlich lustig, muss man sagen. Ja. Also der Krieger hat Spaß. Ja, die Einstiegshürde ist halt so niedrig. Du hast eine Stromquelle und gibst das mit diesen Magneten zusammen und dann kannst du eigentlich schon loslegen. Also mit Lichtsensor und einem Surrgeläusch hast du da eigentlich schon so ein bisschen Alarmanlage oder so. Und deinem Neffen hat das auch Spaß gemacht? Also den Kindern? Riesiger, der hat sich dann gleich mit der LED so eine Taschenlampe gebaut. Und das hat mir eigentlich gut gefallen. Wegen der eigentlich so. Und Sachen basteln, wir haben zu Hause jetzt auch ein Bastelprojekt, mal schauen, wie sich das entwickelt. Wir haben so einen Rechnungsdrucker, der mit Thermalpapier funktioniert. Ja. So diese schmalen Rollen. Ist das auch registriert, kassenpflichtig, oder? Nein, aber es war so in unserem Umfeld in der Ding. Ach, soll vielleicht, aber ich könnte es werden. Für Partygäste da ist Eintritt. Ich wäre jetzt fit für die Registrierkassenpflicht. Aber noch nicht, weil das Projekt ist erst im Entstehen. Hat eine serielle Schnittstelle, das heißt, man kann es wunderbar wir haben zu Hause kein Arduino, aber so einen ähnlichen Rechner, das Olimex-Board.
und das dann dran zu hängen und schauen einmal. Also aber ich glaube immer noch die Idee ist vielleicht für die Rollenspielgruppe irgendwelche Quests oder so. Dass du sagst, dein Charakterbogen. Ja, ja. Und besonders natürlich damit kann man auch dir, dass die rennt ja die Farbe aus. Das ist jetzt gut. Du musst nur das Papier nachbesorgen. Also es ist insofern eigentlich ein lustiges, kleines Projekt, das sich vielleicht verliert. Cool. Und nach einigen Jahren sind alle Spuren verwischt. Ja, du verblasst das. Verblasst das. Ja. Extrem unangenehm, wenn du das in die Steuer rein tust. Ne? Du musst ja deine Rechnung und Belege jahrelang aufheben, und du dann nicht mehr lesen kannst. Was nämlich sehr schnell passiert. Ich bin immer auf der anderen Seite wieder einscannen. Ja. Ich bin ausgenördet. Mhm. Anna, du wolltest doch erzählen über Kommunikation. Das sage ich jetzt so. Ihr habt beschlossen, ich wollte das heute. Ja, so sehen wir. Mir ist gerade vorher noch ein anderes Buch eingefallen, aber das werde ich mal wenn es ja nicht wieder dabei haben. Immer, gerne. Laut reden wir. Ja, ich versuche mir jetzt gerade drumherum zu reden, durch Nuscheln drumherum zu reden, dass ich dieses Buch vorstelle. Ja, genau. Ich habe mal aus Gründen von... Wieso ist er jetzt nicht auf der Aufnahme, wenn ich den nur vorher schon vor der Aufnahme gesagt habe? Nein, weil ich die Shownotes zu dem Zeitpunkt machen muss. Und das ist schwierig. Ja, wir machen ja all das hier nur mit der Horst kurz Shownotes machen. Danke! Sonst muss er sich das komplett nochmal anhören, worum es eigentlich geht. Wenn du den Titel ganz zum Ende, dann hat er sich alles angehört. Boah, hätte ich das gewusst, hätte ich zurückgespult. Und es ist halt. Ihr habt leicht lachen, ich habe bis Sonntag gebraucht, um die blöden Shownotes vom letzten Podcast zu machen. Okay, also um welches Buch geht's? Also, es geht um das Buch Miteinander reden 1, Störung und Klärung in allgemeiner Psychologie der Kommunikation von Friedemann Schulz von Thun. Thun mit Thema. Verlag Genau. So, noch kann ich jetzt gerade nicht viel erzählen, weil ich habe das Buch schon mal gelesen. Das ist allerdings eine Weile her, ich weiß nicht mal wie lange. Ich habe es mir jetzt tatsächlich wieder gekauft, so ein Papierbuch. Ich habe es mir deswegen gekauft, weil in letzter Zeit und letzte Woche zufällig eine Verkettung von total blöden Missverständnissen und Kommunikationsproblemen dazu geführt hat, dass ich eigentlich ganz andere Sachen dann gemacht habe, als ich eigentlich vorhatte, zum Beispiel nicht zum Podcasting-Stammtisch in München zu gehen, sondern ganz anders. So. Mhm. Und dann dachte ich mir, es ist ja eigentlich spannend und das ist eine Sache, die denke ich mir schon sehr lange, es ist eigentlich also nicht nur Kommunikationstheorie, sondern alles, was mit menschlicher Interaktion oder auch mit der Psyche zu tun hat, das finde ich ist meiner Meinung nach was, wofür Computernerds eigentlich sich total begeistern können müssten, weil es ist sehr logisch. Das ist allerdings logisch jetzt für mich, weil ich habe was studiert, wo man das lernt, was da so logisch ist an der Kommunikation, an der menschlichen Verhalten. Und ich habe natürlich jetzt vor allem gerade letzte Woche mitgekriegt, dass es für Leute, die sowas nicht gelernt haben, überhaupt nicht logisch ist. Und, genau, und dann ist mir dieses Buch wieder eingefallen. Ihr nickt alle so. Naja, Technik und Kommunikation, also der Schlag des Technikers hat nicht den besten Ruf. Ja, vielleicht, ja, das ist ja schon mal eine Sache. Ich sage ja, dass Techniker vielleicht ja besonders gesprächig sind, aber Kommunikation ist ja sehr viel. Kommunikation ist ja nicht nur direkt miteinander reden, sondern sich gegenseitig in irgendeiner Form irgendwas mitzuteilen. Und wenn du am Computer arbeitest und du machst dann irgendwas, was weiß ich, irgendwas für jemand anders, für den Kunden, dann hast du ja auch irgendwo eine Art von Kommunikation. Mhm. Also sowas, ohne Kommunikation kommt man so gut wie nicht aus. Mir ist eben dieses Buch dann wieder eingefallen, weil dieses Buch der Friedemann Schulz von Thun, oder wenn man im Internet nach ihm sucht, auch oft Friedo Schulz von Thun, der hat so aus verschiedenen Kommunikationstheorien so die prägnantesten Sachen sich rausgefischt und hat die sehr klar und sehr übersichtlich dargestellt. Auch mit Schemazeichnungen zum Teil und die sind alle sehr nett. Aber ich muss es tatsächlich nochmal lesen, um euch jetzt da mehr erzählen zu können. Ich kann vielleicht... Entschuldigung, das Ganze ist kein NLP-Baustein. Nein. Nee, ach so, da kann ich noch was erzählen zu diesem Buch, weil das hat nämlich ein Glossar
Da sind sehr viele Autoren drin, von denen ich sagen würde, einige, da sollte man echt die Finger davon lassen. Die verdienen sich dumm und dämlich an so Pseudoratgeber. Mhm. Die sind nicht wirklich ernst. Warum die, ich weiß es jetzt nicht genau, es gibt warum eine ganze Branche von Lehrerfortbildung und sonstigen Fortbildungen, die sich dumm und dämlich verdienen. Ja. Ja. Also da sind einige auch drin in der Literaturliste. Ich weiß es jetzt nicht, warum, weil ich kenne den Herrn Schulz von Thun nicht. Ich könnte mir nur vorstellen, dass die Leute, die unseriöses Zeug verkaufen, die haben ja auch die eine oder andere Technik oder Theorie, die funktioniert. Also die können ja ihren Schmarrn nicht verkaufen, wenn es nur Schmarrn wäre, sondern die haben ab und zu einmal irgendwas, was Griffiges und was funktioniert. Und ich glaube, dass er dann, also ich hoffe zumindest, dass er dann so drauf ist, dass er gesagt hat, okay, die oder der, die haben in ihrem Buch oder so, die haben Kommunikationstechnik oder Hilfen zur Kommunikation, die tatsächlich schon gut sind. Mhm. Die benutzen die allerdings nicht, weil sie möchten, dass die Leute dann besser miteinander kommunizieren können, sondern benutzen die, weil sie halt ihr Club verkaufen möchten. Mhm. Vielleicht hat das jetzt auch einen anderen Grund. Erstens stammt diese Literaturliste wirklich von ihm und nicht vom Verlag. Ich weiß es nicht. Also ich möchte ich mich auch tatsächlich da nochmal befassen. Ich habe, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, das ist alles ziemlich griffig, was der so da reinschreibt. Und da wusste ich nur, er hat halt, also er ist selber Psychologe, er hat einfach sowas sich gedacht, ich schreibe das mal auf eine praktische Art und auf eine übersichtliche Art zusammen. Also das ist das Einzige, was ich jetzt wusste. Und dann habe ich jetzt da nochmal reingeschaut und dann, ich mag die Namen jetzt auch gar nicht vorlesen, die mir das so aufgestoßen sind. Du bist jetzt hinten beim Literaturverzeichnis. Genau. Willst du uns das über das Buch erzählen, über die ersten 400 Seiten? Was? Nee. Ja. Wie wäre es mit einer Lesung des Inhaltsverzeichnisses? Nein, also was mich fasziniert hat, ist, dass der zum Beispiel, also ich habe jetzt hier, der hat so kleine Grafiken, und da nehme ich jetzt einfach mal eine beliebige, und die ist sehr überschaubar, und es ist einfach ein Rechteck, und da steht in der Mitte drin Nachricht. Die Nachricht. Wenn man irgendwie miteinander redet, dann übermittelt man eine Nachricht. Und dann sagt er, und das ist außen an den vier Kanten von diesem Quadrat stehen dann vier Sachen, und dann sagt er, so eine Nachricht hat einerseits einen Sachinhalt, also in der Nachricht, in was auch immer da mal erzählt, geht es einmal um die Sache, dann hat so eine Nachricht einen Appell, das heißt, du kannst quasi nichts irgendjemandem erzählen, ohne dir zumindest unbewusst, aber meistens auch bewusst zu denken, möchte irgendwas bezwecken mit dem, was ich da erzähle. Dann hat die Nachricht einen Beziehungsaspekt, also das, was ich wem auch immer erzähle, erzähle ich unterschiedlich, je nachdem, wie ich zu der Person stehe. Egal, wie neutral ich sein will, das ist immer irgendwie mit drin. Und so eine Nachricht hat eine Selbstoffenbarung, das heißt, ich kann, wenn ich jemandem was erzähle, das der Person nicht erzählen, ohne nicht irgendwas von mir preiszugeben. Und das ist so ein Schema, da kann man tatsächlich sich auch herumspielen und sich mit jemandem unterhalten und jemandem was erzählen, und der andere, der kann einem dann sagen, was hab ich als Nachricht empfangen, was glaube ich, was du mir als Sache erzählen wolltest, was glaube ich, was ist der Appell, was glaube ich, ist in welcher Beziehung steht man zueinander, also sind wir uns gerade wohlgesonnen oder sind wir uns gerade feindlich gesonnen, und was hast du mir dann mit dem, was du mir gesagt hast, gerade über mich erzählt. Und das sind, das ganze Buch, das erklärt natürlich relativ ausführlich diese verschiedenen, es sind immer wieder sehr schöne kleine Grafiken mit Beispielen drin, diese verschiedenen Möglichkeiten, wie man Kommunikation sich anschauen kann, an so kleinen schematischen Bildchen, wo man dann auch sehr, einfach so Punkt für Punkt einfach mal durchgehen kann und sich das überlegen, und das finde ich eigentlich ganz schön. Deswegen mag ich das. Ja, ich habe also zum Beispiel diese Nachrichtgrafik oder so, ich muss da, ich weiß nicht, aus welchem Grund, automatisch an meinen
E-Mail-Arbeitsverkehr denken irgendwie. Also ich stehe da in Beziehungen mit verschiedenen Kollegen und auch teilweise mit anderen Firmen. Also insofern spielt die Beziehung da immer eine große Rolle. Dann auch eine Selbstoffenbarung immer. Also gerade wenn wir zum Beispiel mit externen Firmen arbeiten, gibt man ja was von sich preis. Wenn man gerade bei Technikern ist es dann halt so, wenn man etwas fragt, zum Beispiel so, wo ist dieser Server, keine Ahnung, Hausnummer, irgendeine Frage, dann gibt man etwas über seine eigene Arbeitsweise auch preis oder wie man an eine Problematik herangeht. Und der Sachinhalt natürlich klar und Appell ja. Das muss man dann schon, gerade wenn es zum Beispiel, also ich habe da jetzt praktisch beruflich mit eben externen Support zu tun, da ist immer ein, also Appell ist immer im Subtext drinnen und den muss man auch teilweise schlau formulieren. Und da könnte man zumindest beim Medium E-Mail könnte man da vielleicht noch so ein weiteres Feldchen machen, obwohl es vielleicht nicht stark genug, das würde unter Beziehung fallen. Das ist nämlich die CC-Strategie. Wen setzt also, man in CC und wen nicht? Ja, gut. Ist so. Also ist einfach im beruflichen E-Mail-Verkehr das andere, also ist zumindest wichtig in meinem Büro. Also ich kenne nicht exakt das, aber etwas sehr Ähnliches. Meine Freundin hat mir das mal vorgelesen und sie hat mir Sätze vorgelesen und ich musste sie dann kategorisieren nach diesen vier Punkten. Ob das jetzt ein Appell ist, ob ich das jetzt eher als eine Sachinformation oder als Selbstoffenbarung ansehen würde. Es waren halt verschiedene Sätze, die jemand sagen hätte können und wie ich sie interpretiere. Interessant. Stefan, als X-Lehrer, möchtest du als professioneller X-Kommunikator, möchtest du was dazu sagen? Ich bin gerade ziemlich verblüfft, dass ihr über dieses Thema redet. Ich weiß nicht, das ist so eh klar. Ich frage mich gerade, wann ich diese Sachen aufgezogen habe, mir selber. Aber wahrscheinlich eh zur Zeit vom Studium. Mich wundert deine Begeisterung über dieses Buch, das ist doch eh klar. Nicht? Meine Begeisterung ist, das ist nur die erste Seite. Nur, dass ich letzte Woche dieses bei mir so und so nicht nur ein Licht, sondern eine ganze Kronleuchte aufgegangen ist. Und zwar, ja, mir ist das völlig klar. Und ich habe auf eine Art mit jemandem diskutiert, wo ich mir dachte, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, sondern ich war davon ausgegangen, selbstverständlich ist das klar und habe dann festgestellt, nee. Es ist sowas von nicht selbstverständlich. Stimmt. Und das ist jetzt meine Begeisterung, weil ich habe... Das ist eine Frage, das... Nicht selbstverständlich, also für dich ja, und für mich auch. Und für mich war dieser Aha-Effekt, dieses... Ach, ich habe ja da was gelernt, was offensichtlich aber ganz viele Leute gar nie gelernt haben. Das ist eine Frage des Bewusstseins, meiner Meinung nach. Ob man sich dessen bewusst ist, was man jetzt tut, und zwar in jeder Beziehung bewusst, was man tut. Angefangen von im Straßenverkehr, die Leute schauen nicht in den Rückspiegel, weil ihnen nicht bewusst ist, dass hinter ihnen was passieren könnte, was relevant ist, bis hin zu, es ist ihnen nicht bewusst, was sie sagen, was das bewirkt bei ihnen selbst und auch bei anderen, weil auch das, was man sagt, bewirkt auch was bei einem selber. Aber da kann man ja das alltägliche Scheitern schön in allen Formen des Internets nachlesen. Also nicht in allen Formen, es ist immer überspitzt, aber in vielen Formen. Also dieses Buch ist noch vor WWW-Zeiten, ich weiß gar nicht, wie das... Auf Seite 2 steht meistens. Nach 70er Jahren. Ja, 18, ja, 1981. Ja, 81, genau. Also das bezieht sich sehr viel auf direkte Kommunikation, auch auf Telefonieren, auf Briefschreiben, was jetzt gar nicht Briefschreiben. Das ist ja ganz anders. Das ist tatsächlich da nicht mit drin. Ich finde es aber deswegen gut und ich werde mich deswegen jetzt nochmal weiter damit auseinandersetzen, weil ich mir wieder bewusst machen möchte, dass bei vielen Kommunikationsmissverständnissen, dass mein Gegenüber ja einfach gar keine Ahnung von solchen Strukturen hat, so von Kommunikationsstrukturen. Weil das, finde ich, ein ganz guter Einstieg ist, gerade dieses Buch, weil es so kleine schemaförmige Vorgehensweisen und so Übungen, nein, das heißt Übungen, man muss es ja nicht machen, aber so Sachen, nach denen man so ein bisschen seine Kommunikation reflektieren kann, halt drin hat. Ja. Ja. Ich habe es, glaube ich, vor 20, 25 Jahren zum ersten Mal in der Hand gehabt und ich
habe ihn jetzt neu wieder dafür verbessert. Mhm. Lauter. Jawohl, okay, lauter. Ich bin wieder viel zu leise. Nein, ich weiß, das gibt sich schon was anderes. Ja, jetzt müsste man da was sagen. Ach. So. Ja, das ich muss was dazu sagen, ja. Dazu, also ja. Alles schön und gut. Meine, also je mehr ich in Sitzungen und überhaupt mit anderen Leuten zu tun habe und von meinem Computer weggelockt werde, desto mehr denke ich immer, es ist völlig wurscht, was man Leuten sagt und so. Die wollen das auch nicht wissen, was man sagt, sondern die Sache, die Währung ist sozusagen, dass du dem anderen zuhörst, während er sich selbst reden hört. Das, was ihr jetzt alle macht, das ist sozusagen die Währung, auf die es ankommt. Das Zuhören? Ja. Mhm. Du hörst zum Beispiel super zu. Wirklich? Ja, ich weiß genau. Das merke ich immer, wenn du nicht beim Podcast bist. Ne? Dann macht mir noch mehr Spaß. Dann hört dir viel mehr dazu. Abends, wenn ihr gemeinsam im Bett liegt. Ach, Gregor, heute ist mir Folgendes passiert. Ich lausche ein direkter Livestream zum Einschlafen. Also, ich fasse zusammen. Gregor schnarcht nicht. Sonst hättest du gemerkt, dass er eingeschlafen wäre. Nein, ich wollte nur sagen, viele Leute haben einen, keine Ahnung, den hört keiner zu, die nimmt keiner ernst, die haben ein Geltungsdefizit. Ja? Und speziell, wenn sie dann, der größte Horror ist, wenn sie auf einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung eine Frage stellen, wie am CCC, was du erlebt hast, oder auch sonst in einer Runde da was sagen dürfen, weil gewisser Höflichkeitsdruck ist und keiner dem anderen sagt, red schneller oder pass auf mit dem Blödsinn. Die hören sich gerne selber lafern und es ist völlig wurscht, was sie sagen. Sie sagen im Prinzip, wenn es das zusammenfasst, jetzt rede ich endlich. Okay, in dieser Situation, das, ja. Das finde ich. Mhm. Das ist ein großer Aspekt, den du nicht mit so einem Buch erfassen kannst. Also aber ich glaube, das Zuhören als aktive Kommunikationsmaßnahme, glaube ich, schon auch hinlänglich besprochen wird in solchen Literaturen. Ja, aber ich finde, das ist eine große Sache, die einfach wichtig ist. Und ab und zu reden Leute halt dann blödsinnig auch. Und dann ist, vielleicht freuen sie sich trotzdem, wenn jemand kann ich bestätigen. Ja, klar. So, ja. Also ich denke, das ist einfach nicht das vorrangige Ziel von gerade diesem Buch, sondern da geht es halt tatsächlich um Störungen, Entbehrungen, also eher um Missverständnisse und Streits. Aber ja, also das, was du sagst, Zuhören. Vielleicht wollte man so schaffen, wie viele Stunden hast du mir zugehört und wie sie mir deinen Scheiß an. Der Beziehung. Das heißt, glaube ich, mein Scheiß ist doch nein, voll Scheiß. Zuhören. Das war's jetzt eigentlich. Okay, du erzählst uns, wenn du das fertig hast und dann was für dich drin steht und was das einmal halt noch die Zeit hat, das ist. Was man heute noch in XMPP-Chats, so, in MUX so anwenden was kann. Was kann man in einen XML-File irgendwie einbauen, strukturieren? Ja, zum Beispiel, wenn man E-Mail schreibt, dann schon in einem XML-File schon stehen würde, emotionale Message. Ja, also, ja, gut aus. Schick's bitte als Soap-Request. Ich hab heute ein Kommunikationsproblem gehabt, dass ich so geäußert habe, dass ich einen Tweet dreimal, bevor ich auf Senden gedrückt habe, wieder gelöscht habe, weil ich mir immer gedacht habe, nein, kann deswegen verklagt werden, nein, kann deswegen auch verklagt werden und beim dritten Mal kann schon wieder deswegen verklagt werden. Ich will auch gar nicht so arg beleidigend sein. Es war repliziert auf einen Artikel, der durch alle österreichischen Zeitungen heute durchgegangen ist, wo unsere Innenministerin wieder zitiert worden ist mit ihrer Aussetzung. Sie ist mit ihrer Aussage, sie ist stolz darauf. Aussetzung ist eine super freudsche Verschwörung. Ja. Sie ist sehr stolz darauf, dass wir jetzt eines der schärfsten Asylgesetze Europas haben. Und das hat in mir zuerst Groll erzeugt, kurzfristig Trauer und dann das dringende Bedürfnis zu tweeten und das wäre alles klagbar gewesen, was ich da geschrieben habe oder geschrieben hätte. Dass du dich patriotisch einmal in die Brust schwellst und sagst, endlich sind wir Österreicher einmal vorn bei irgendwas. Ich hab dann geschrieben, ein trauriger Tag in der österreichischen Geschichte oder ein schwarzer Tag in der österreichischen Geschichte. Schwarz ist gut. Ja. Also wenn du dieses Beispiel nimmst, könnte man auch stolz darüber sein, den berühmtesten Mann der Geschichte, das ist ein Österreicher gewesen. Lo? Aber ich glaube, dass das nicht relevant ist, wo der her war.
Aber wir arbeiten uns wieder in die Richtung. Mhm. Und genau, richtig. Aber wenn wir schon das bei Widerstand gegen den Staat sind oder so. Super Überleitung. Ja, sehr schön. Formulierte Kritik. Bin ich gespannt, wo es hingeht. Zum Lichtermeer gegen das Staatsschutzgesetz und beziehungsweise diese Demo, die es da gegeben hat, wo du dazu geschrieben hast, na klar warst du dort. Na klar. Klaro war ich dort. Ja. Mit 150 danke, anderen. Bei Schneegestöber. In Samstagabend, gell? Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, aber kann gut sein. Samstag, ich weiß es nämlich noch, da, weil ich nicht aus dem Schnee rauskam. Es war vor dem Gebäude, in dem dieser neue Geheimdienst eingerichtet wird. Das ist Ecke Rennweg und, also im dritten Wiener Bezirk, Ecke Rennweg und Landstraße Hauptstraße. Das ist eher Gebäude vom Innenministerium, jetzt auch schon. Und dort wird er reinkommen und es gab eben zwei kurze, mittellange Vorträge vom Christoph Joel, das ist der Rechtsanwalt, oder Rechtsanwalt ist der falsche Ausdruck, das ist der Jurist des AK-Vorrats und auch vom Tom Leoninger, ebenso AK-Vorrat, und dann auch noch eine Dame hat gesprochen, da habe ich gerade vergessen, wo die hergestanden ist. Also, wo es waren eben, ein paar Redner auf jeden Fall. Es waren einige Redner und leider eben sehr wenig Besucher dieser Demo, dass sich so geäußert hat, dass wir nicht eine Minute lang die Straße blockiert haben durch eine Anzahl der Leute, weil wir alle immer auf den Gehsteig gepasst haben. Was ich halt ein bisschen traurig finde. Ich versuche gegen den Staatsschutzgesetz demonstrieren und geht es nicht auf die Straße, sondern am Gehsteig. Ja, ja. Was ganz hübsch war wenigstens, es sind einige Projektionen auf das Haus gemacht worden, sodass es ganz, ganz gute Bilder erzeugt hat. Also mit, es war ein Lichtermeer mit Fahrradtaschenlampen und Kerzen und so weiter. Wie wurde diese coole Grafik gestrahlt? Also hat er immer dann einen Beamer mitgestellt? Da ist ein Beamer vis-à-vis auf dem am anderen Eck der Straße gestanden. Mhm. Wenn du dort reingeschaut hast, warst du halt blind. Also das ist ein unheimlich starker Beamer. Ja, aber der war jetzt nicht transportabel. Der war fest in einem Raum drinnen und hat durch ein Fenster geschaltet. Nein, der war transportabel. Der ist mit einem LKW dann auch wegtransportiert worden. Also sowas kann man sich auch ausborgen. Und also das ist eine Firma, die solche Lichtinstallationen macht, und die hat man angeheuert dafür. Cool. Ja, wenigstens eine coole Sache. Ja, ja. Auch cool, dass du dort warst. Ja, ich habe unsere Fahnen hochgehalten. Sehr gut. Du warst im Bier doch oder T-Shirt dort? Dafür war es zu kalt. Also, selbst wenn ich es angehabt hätte, hätte man es nicht gesehen. Ich war im dicken Wintermantel dort. Ja, seit Neues haben wir ein Bierdacher-T-Shirt. Mit dem Stefan. Foto mit einem neuen Logo auch und so. Ja. Das überhaupt denn? Trägt man heutzutage das Bier? Aber nur Mann und Frau muss nicht. Der Gag ist jetzt, dass sowohl Stefan als auch Anna schwarze Pullis anhaben. Den versteht er nicht, aber macht nichts. Stimmt, aber eigentlich noch einen Remix Aufruf für den Hörern, unser Logo zu remixen. Eigentlich. Aber ja. Ich möchte noch einmal auf die Demo kommen und auf das Staatsschutzgesetz. Gegen das Staatsschutzgesetz unterschreiben ist mit heutigen Tag vorbei. Das brauchen wir also nicht mehr weiter bewerben. Jetzt ist das Nächste, was zu beobachten gilt, ob es durchs Parlament durchgewunken wird. Angeblich wird auch noch hinter den Kulissen heftig dran verhandelt. Schreibt gerade der Pilz immer wieder auf diversen sozialen Medien. Also wir werden dann sehen, was wirklich rauskommt. Es ist auf jeden Fall angekündigt, sollte es so aussehen, dass das, was rauskommt, verfassungswidrig ist, wird AK-Vorrat dagegen klagen. Mhm. Also Beschwerde einreichen beim Verfassungsgerichtshof und schauen, wie die Geschichte sich dann weiterentwickelt. Auf jeden Fall keine gute Geschichte, in die Sache da weitergeht. Ich gehe jetzt gar nicht auf Details ein. Wenn man die Details wissen will, am einfachsten gehen auf staatsschutz.at. Mhm. Dort findet man alle Detailinformationen, auch alle Links zu allen Veranstaltungen, die es gab und die es in Zukunft dazu geben wird. Das Thema wird sich sicher noch einige Monate oder Jahre ziehen, bis die ganze Sache wirklich gegessen ist. Weil so, wie es jetzt ausschaut, sollte es wirklich nicht enden. Also weiß jemand, ÖVP und SPÖ zusammen mit der FPÖ eine Verfassungsmehrheit haben, oder? Die FPÖ sind gegen dieses Gesetz, das ist ganz interessant. Ja, sind derzeit intensiv dagegen. Die drei hätten zusammen eine Verfassungsmehrheit, aber das ist für das Gesetz jetzt gar nicht notwendig, weil es keine Änderung ist auf dem Rahmen. Also es reicht die relative Mehrheit. Aber die Einschränkungen, die da drinnen sind, was alles wann in Zukunft legal sein soll an Überwachung, sind gewaltig und alles andere als positiv. Ja. Dann weiter Geheimdienst. Wie schnell eine wohlhabende
Demokratie wie Österreich abschlittern kann in Richtung Bananistan oder Ungarn. Und das passiert halt auf relativ vielen Fronten zurzeit parallel. Das ist Asylgesetz, das ist Staatsschutz. Wir werden sehen, wie es weitergeht mit Datenschutzgesetz dann aufgrund der Datenschutzverordnung. Da habe ich das letzte Mal auf einen Film aufmerksam gemacht. Dann biege ich gleich auf einen anderen Film um, den ich mir die Woche angesehen habe. Muss zugeben, bin nicht besonders begeistert. Das ist der Film, oder ja, sagen wir Film, Alles unter Kontrolle, wie ihr gesagt habt. Von Bote, ja. Wieder in seinem typischen Stil, das heißt, er... Ja. Das ist ein älterer Film, ne? Nein, der ist frisch im Kino. Achso, okay, also das ist der. Okay. Auch beim Big Brothers Awards, das ist der Regisseur, der auch Überbevölkerung hat. Einen. Ja, genau. Und über Plastic Planet, das war das so der erste, wo er bekannt geworden ist. Es ist wieder in diesem gleichen Stil, das heißt, er ist sehr dominant in dem Film, interviewt Leute, und er steht halt sehr zentral, als zentrale Figur drin und kommentiert indirekt. Es kommt nicht bei allen Leuten sehr gut an. Mich stört das Stil nicht besonders. Ich finde nur den Inhalt relativ flau eigentlich. Glaubst du nicht, dass es für Leute, die sich mit dem Thema überhaupt nicht befasst haben, irgendwie ein guter Öffner ist? Also jetzt für, was ist das Thema genau von Alles unter Kontrolle? Also ich meine, ich kann mir Datenschutz vorstellen, aber was umfasst da thematisch jetzt? Beschäftigt das? Datenschutz, Social Media, was machen Firmen, was können sie jetzt schon machen, was kann man mit diesen Daten, die man da erfasst, erreichen, was bewirken unsere Handys, welche Daten geben wir damit ab, was sind Metadaten, solche Geschichten. Also wenn man sich wirklich nicht damit auseinandergesetzt hat, okay, ist es ein Starter dafür. Aber die Leute werden wahrscheinlich auch nicht in diesen Film gehen, würde ich annehmen. Es ist ein bisschen. Siehst du den nicht als potenzielles Unterrichtsmaterial? Das ist was ich, die Deutschlehrerin, das ihren 12-Jährigen vorspielt. Nein, ich glaube, dass er nicht für die geeignet ist. Ich glaube, er ist gerichtet an Erwachsene, wie du sagst, die relativ wenig Ahnung haben und die sich nicht drum scheren. Gibt es genug, gehen aber nicht in solche Filme und schaut sich auch nicht solche Dokumentationen an. Ja, das ist jetzt das Problem mit solchen. Bitte? Ist es nicht wie ein Michael Moore-Film, irgendwie das Ding ist, weil so ein guter Schmäh drinnen ist oder so? Also Nein, das sehe ich nicht. Ich glaube, dass er ganz gern so wäre wie der Michael Moore. Das würde ich ihm vielleicht unterstellen. Auch der Stil geht so ein bisschen in die Richtung. Also ich finde, er hat bei den letzten Filmen so einen recht heiteren Stil gehabt. Also jetzt nicht ohne flach zu wirken. Also ich sehe den gern über Sachen reden, auch über schwierige Themen. Ich finde, er ist recht persönlich. Es gibt doch ein paar ganz amüsante Szenen, wenn er den Berater von Barack Obama, was so Datenschutz angeht, oder einen der Berater interviewt und sich dann halt auch rausstellt, dass der relativ unreflektiert ist. Oder wenn und interviewt wird die Leiterin der indischen Behörde, die gerade sämtliche Inder biometrisch erfasst, weil das wird Grundvoraussetzung sein für Sozialleistungen dann. Bisher haben sie 700 Millionen erfasst. Er kriegt dann einen Termin bei der Leiterin von der Behörde, wo er fragt, na, wie ist das so in Zukunft mit Sicherheit und so weiter. Und die Schlussbemerkung von ihm ist dann, also man kann sich über alles zu viele Sorgen machen und er soll sich doch einfach nicht solche Sorgen machen. Das ist nicht notwendig. Und wir haben ein sicheres System und ja, aber es sind doch schon so große Firmen gehackt. Ja, aber uns ist versichert worden, das System, ja, das wir da jetzt einführen. Ja, das ist eine zentrale Datenbank von allen Indern dann mit Fingerabdrücken und sonstigen Daten. Also es ist einfach Katastrophe im Prinzip, wenn man weiß, was da mit Schindluder getrieben werden kann. Weil du jetzt auch dazu sagen musst, dass in Indien so viele Leute gibt, die durch jeden Rost fallen, weil sie halt Analphabeten sind, weil sie nicht einmal ihre Geburtsurkunde haben oder so. Ne? Das war auch einer der Beweggründe. Ich glaube, das versucht man sogar damit aufzufangen. Also es gibt absolut hehre Absichten dazu. Ja. Nur die Umsetzung ist halt fast immer und auch in diesem Fall wieder mal stümperhaft, weil man halt von Security keine Ahnung hat, sich auch nicht drum kümmern will und auch nicht bereit ist, darüber nachzudenken, weil dann muss man halt auch ein System bauen, was man vielleicht im Laufe der Zeit ändern kann, um eben wieder Sachen, die man herausgefunden hat, die unsicher sind, anzupassen, zu verbessern und so weiter in die Richtung. Aber in die Richtung tut sich ja von den Behörden relativ wenig. Ja, Behörden und Technologie. Und was ist jetzt dein Fazit als Zuschauer, der sich mit der Thematik befasst hat und sich schon ein bisschen auskennt? Erfährt man was Neues? Oder? Dieses indische Programm kannte ich nicht, aber das ist eben ein Detail in der Kette, würde ich sagen. Also ich würde nicht noch einmal in den Film gehen, ehrlich gesagt. Ich empfehle ihn daher so gesehen nicht an die Leute, die ohnehin schon convicted sind. Okay, also, ja.
Also die Preaching to the Convicted, das ist der Film, ne? Kann man so die sich Privacy-Noobs hineinführen, kann man sagen, das ist ein netter Film, eventuell, der das gut erklärt. Ja. Ja. Nett ist es eben nicht aufgrund des Inhaltes, ne? das zerstört vieles, da bleiben dann halt nur so ein paar Randgeschichten über, die ganz lustig sind, wie zum Beispiel, dass er zur NSA-Zentrale hinfährt und nachdem er dort keinen Termin kriegt, fängt er dann an, die Leute, die dort aus der Zentrale rauszufahren, 3 Tage lang zu stalken. Bin ich dann auch wieder skeptisch. Erstens einmal, was ist der Sinn dahinter, außer dass man sich persönlich versucht zu profilieren oder vielleicht versucht, Aufmerksamkeit zu erzeugen, was ihm überhaupt nicht gelingt, außer dass er einmal von der Polizei befragt wird und es nichts passiert. Klingt ja so als Wannabe Michael Moore, ne? Ja, Wannabe Michael Moore ist vielleicht eine ganz gute Zusammenfassung von dem. Moment mal, stalken hat doch schon etwas mit der NSA zu tun, weil was macht die NSA aus stalken? Eben, wo ist dann der Vielleicht Gag? Ist da hier nur einfach die Parallele. Ja, ja. Aber wenn das nicht durchkommt, ist das schlecht. Ja, ja. Also, den Film vom letzten Mal, den empfehle ich ohne Einschränkungen, den hier doch mit deutlichen Einschränkungen. Der ist so gehypt, waren vorher, da habe ich immer mehr erwartet einfach. Weil da ist ziemlich durch die Medien gegangen im Dezember. Ja. Dezember ist er rausgekommen, fällt mir gerade ein, weil das war so Mitte Dezember, wo dann Premiere war und so weiter. Ja. Okay. Also, alles weiterhin nicht unter Kontrolle. Dennis, du hast doch ein Thema, das uns allen unter den Fingernägeln brennt, oder? Ja, ich glaube, ich weiß, wo du drauf hinaus willst. Mad Max? Ich meine, zweiter Guess. Ich meinte eigentlich die Weihnachtsmärkte, oder? Weihnachtsmärkte müssen wir noch reinbringen, oder? Ja, das ist top aktuell gerade. Oder wir warten auf Ostern. Wenn ihr jetzt gerade im Dezember seid oder im November. Ich habe schon wieder voll Bock auf Weihnachten. Also, Service-Tweet, nur mehr 9,5 Monate bis zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte. Ah. War halt von Bruschowski auf Twitter drum. Das ist dann wirklich top aktuell. Ja. Okay, es gehen gerade alle. Ja, alle gehen. Dennis, tschüss. Ich muss zum Rechnen. Zeig dir das irgendwas. Was will uns das kommunikativ sagen? Was ist da die? Naja, also er kennt die Geschichte schon vom Weihnachtsmarkt, also es ist nicht so schlimm. Deswegen ist es klar. Hast du ihn am Podcast schon mal gesagt? Nein, ich habe es ihm aber letzte Woche privat erzählt anschließend. Okay. Also, sprich, du warst in welcher deutschen Stadt in einem Weihnachtsmarkt jetzt? Ich war auf mehreren Weihnachtsmärkten in und um Köln herum. Okay. Und zwar, ich erzähle einfach mal. Ja. Erstmal, Wiener Weihnachtsmärkte kennen die meisten Zuhörer vielleicht schon. Manche trostlos. Die Hälfte unserer Zuhörer in Deutschland. Ja, deswegen erzähle ich es auch noch. Okay. Es sind einfach typische Standeln. Es gibt dann ein paar Fressbuden, ein paar Trinkbuden und so weiter. Die Gebäude sehen alle gleich aus, Holzkasteln mit Dach oben drauf. Und innen drin gibt's was. Man kann auch ganz schnell erkennen, wo die Fressbuden und die Saufbuden sind, nämlich an der Länge der Schlange, die davor steht. Und manchmal sind sie getrennt, aber die Stimmung ist eher ruhig, besinnlich. Es gibt hier in Wien jetzt. Ja, hier in Wien. Sehr besinnlich. Hin und wieder zu laute Musik. Es gibt jetzt schon so Ansätze, ein bisschen mehr Halligalli zu machen. Mhm. Ich meine, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall, wie man sie schon vor 20, 30, 40 Jahren kannte. Ja. Und ja, jetzt der Vergleich zu Weihnachtsmärkten Köln und Bonn. Mhm. Also zuerst mal, ich war in Köln auf dem Weihnachtsmarkt, muss man schon fast sagen, nicht auf den Weihnachtsmärkten, weil man konnte schon fast gar nicht erkennen, wo der eine Weihnachtsmarkt aufhört und der nächste begann. Wir wachsen zusammen. Also okay, von Dom bis Heumarkt, das war eigentlich ein einziger Weihnachtsmarkt, bis auf das eine Straße dazwischen kreuzte. Und dort gingen die Leute drüber, da kam die Polizei und hat sich dafür überhaupt nicht für interessiert, dass die Leute eigentlich einfach so über die Straße gegangen sind. War alles wurscht. Okay. Das ist das eine. Also man erkennt schon gar nicht mehr den Anfang und das Ende von einem Weihnachtsmarkt. Aber jetzt zu dem spektakulärsten überhaupt. Ich komme direkt zum Höhepunkt. Mhm. Sauf- und Fressbuden. Also hier waren das solche kleinen Holzhüttchen. Wie sieht denn so eine Saufbude in Köln aus? Also
So ein Hütchen wäre ja schon schnuckelig, aber dort sind die Dinger zweistöckig. Das heißt also, wenn man sich denkt, ach, da unten ist mir zu viel los, ich will es etwas weniger haben, geht man ein Stockwerk drüber und guckt, ob da ein Plätzchen frei ist. Das sind dann so Tischchen oder so? Das ist im Prinzip, man steht überall rum an so einer Bar sozusagen. Die Dinger sind ja auch nicht klein. Also wenn ich hier von zweistöckig rede, ist das ungefähr so groß wie in Wien ein Haus, ein Einfamilienhaus. Also das ist alles wirklich temporäre Konstruktion. Ja, ja, alles aus Holz, nur für den Weihnachtsmarkt und zweistöckig mal eben. Und gescheite Stimmung, also die Kölner gehen gerne noch. Sowieso, also das war schon Karnevalsstimmung, könnte man sagen. Man konnte auch ordentlich Suffe und Müffele saufen und trinken. Ach so. Ah, okay. Also da gibt es dann auch Glühwein, Punsch und Glühbier zum Teil. Stimmt das? Ist das ein Vorteil von mir, dass in Deutschland eher Glühwein getrunken wird statt dem Original, also Punsch? Ich weiß gar nicht den Unterschied. Das eine ist halt rum mit Orangensaft, das andere ist halt Wein. Ach so, ja, okay. Also, Glühwein ist Wein, vor allem mit Gewürzen. Ja. Punsch ist, glaube ich, noch mit Orangensaft und rum. Und ich glaube, es ist Rumbasis. Ist auf jeden Fall und ist süßer. Aber es hängt auch auf in Wien vom Weihnachtsmarkt ab. Ja. Also, weil heuer mal ein Hudler. Ja, was wo, in welcher Menge und in wie vielen Sorten gibt. Also ganz krass war es heuer vor der Karlskirche am Karlsplatz. Da gab es, glaube ich, 20 Sorten. Und die skurrilsten bis zu Chili. Ja. Punsch und so Sachen. Chili-Punsch habe ich auch schon mal getrunken. Also in Köln gab es eigentlich alles Mögliche. Und wenn du wolltest, auch einen Apfelsaft. Ja, jedenfalls diese zweistöckigen Dinger sind ja schon pompös. Also und obendrauf, also diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, mit dem Drehrad obendrauf, wo dann unten drunter die Engelchen sind, die sich durch den aufsteigenden heißen Wind antreiben. Ah, so ein mobile Artikel. Ja, so ein Ja, Mühle? Adventsmühle, ich weiß es gar nicht mehr. Fällt mir jetzt auch gerade nicht ein. Fällt mir nur gerade ein, dass es. Ja, normalerweise hat man das im Zimmer stehen, so ein kleines Ding. Und dann, die haben das größer, oder was? Ja, das war das ganze Haus. Das ganze Haus war so ein Advents. Genau, obendrauf war so ein Propeller, allerdings war der nur angetrieben. Das heißt also, da haben sie nicht durch die Hitze ansteigend das antreiben lassen. Und das war sogar in Bonn, zweistöckig zum Teil. Aber in Bonn. Bonn ist so gut klein, oder? Ja, das war mal, dafür, dass es mal die Hauptstadt von Deutschland war, ist es immer noch mickrig. Bundesdorf, ne? Ja, genau, Bundesdorf. Bundeshauptdorf. Also seit die Regierung nach Berlin gewandert ist, ist, glaube ich, die Einwohnerzahl halbiert worden oder sowas. Weil die 600 Abgeordnete wechseln. Ja, interessant, dass die das nicht... Ja, selbst wir Bonn hat so ein Ding. Ja, herumtropfen. Aber in Bonn war das dann echt schon grenzwertig, fand ich. Also der Bonner Weihnachtsmarkt ist riesig groß. Ja, und bauen die den auf in der Fußgängerzone? Oder ja, ja. Eigene mitten in der Stadt in der Fußgängerzone. Haben die zweistöckige Holzkonstruktionen hier? In Bonn gab es nicht so viele zweistöckige, vielleicht eines oder sowas. Aber dort habe ich was anderes gesehen. Die Saufbude sah so aus, dass die dort Hirschköpfe, Animierte dran hatten, die sich unterhalten haben mit total viel Schmuck, nur um Aufmerksamkeit zu haschen. Ist der Punsch lecker und solche Sachen. Das haben die Hirschköpfe. Ja, ja, sie haben die ganze Zeit gelabert. Nach Jägermeister-Werbung, da gab es einmal sowas. Ja, stimmt, genau, Jägermeister-Werbung, so ungefähr. Geredet, also es ist schon, ich finde das schon etwas sehr übertrieben. Und war noch so Posaunenchor, der Weihnachtslieder singt oder so andere sinnliche Dinge? Ja. Oder davon nichts gehört? Okay, der Vergleich ist dann natürlich schlechter für Köln und Bonn. Also in Köln habe ich es gar nicht gesehen. In Wien habe ich das schon öfters gesehen, dass da Leute aufgetreten sind. Na gut, okay, um Gottes Willen. Belvedere war ich und da ist da irgend so eine Gruppe aufgetreten. Fürchterlich. Die haben so schlecht gesungen. Aber die haben da Tradition. Da kann man regelmäßig hingehen und schlechte Musik hören.
auf dem Weihnachtsmarkt. Die haben da Gospel, amerikanische Indiskutabel. Ja. Also, ich habe ganz viel verpasst an Weihnachtsmärkten. Ja. Ich war eigentlich auch nicht so oft in Wien. Einmal eben die Folge, die Bunschfolge, die wir mal mit Bierdochen aufgenommen haben. Ja. Und ansonsten dann noch. Ich habe gerade den vollen. Ich meine, die Marilferstraße ist umgebaut zu einem. Eine Marilferstraße, ja. Danke. Längste Würstelstand bei mir. Zu den Fressbuden komme ich auch noch. Ich schon, ja. Ja, jedenfalls, wo bin ich gerade stehen geblieben? Achso, genau, richtig, Musik. Ja, in Bonn gab es sehr, sehr viele Anfänger, die gerade wahrscheinlich die Musikschule angefangen haben oder sowas, die da musiziert haben. Mhm. Auch mit Trompete und so weiter. Und die kannten auch wirklich Lieder, die ich eigentlich erst aus Österreich kenne. Also die ich in Deutschland nie gehört hatte. Mhm. Sprich, was? Ich kenne die nicht. Also ich bin nicht gerade der Weihnachtslied-Typ. So also Weihnachtslieder jetzt. Okay. Ja, die internationale. Okay. Österreichische Weihnachtslieder so ungefähr. Okay, okay. Für mich sind es österreichische, wahrscheinlich gibt's hier, sind die in Deutschland auch so üblich. Aber ich kannte sie größtenteils erst, seit ich in Österreich lebe. Und, du wurdest mit christlichen Kulturen gut bescheiden. Ja, genau, richtig. Komischerweise in Wien nicht. Ja. Also sie waren nicht ganz so schlecht. Besser als der bei Belvedere, das war ja fürchterlich. Die Armen von dem Belvedere, die sind echt. Die sind bei mir unten durch. Die, okay, alles klar. Wer da singt, zu retten. Also da müssten die echt mal einen richtigen Chor hinschicken. Das ist fürchterlich. Ja, jedenfalls die Musik war dort noch amateurhafter, aber wesentlich liebenswerter, weil sie standen nicht auf der Bühne, sondern wirklich einfach so am Rand und haben dort musiziert. Und ich fand das viel netter. Ich fand das wirklich schön. Im Gegensatz zu Belvedere, wo sie auf der Bühne standen und ganz schlecht ins Mikrofon getrellert haben. Ja, Bühne hat oft was Trennendes irgendwie. Ja, genau, richtig, trennen, das ist es. Wenn das so in einer Ebene stattfindet. Ja, stimmt, das ist echt wahr. Ich bin bekehrt worden auf einem deutschen Weihnachtsmarkt, allerdings nicht religiös, sondern zu einer Süßigkeit, die ich vorher noch nicht kannte, in Hamburg, nachdem wir ja in Hamburg waren. Dort war ich auch auf einem Weihnachtsmarkt. Ja, auf dem Weihnachtsmarkt, die haben dort Schmalzkuchen, das kannte ich bisher noch nicht. Schmalzkuchen? Das ist ähnlich Krapfenteig, das sind Kugeln so, wie viel ist das, 2 cm, 3 cm groß, was jetzt noch relativ fad klingt, und dann Staubzucker in eine Tüte hinein. Und zwar immer eine Lage Staubzucker, eine Lage Sobelle, dann wieder eine Lage Staubzucker. Fett und Zucker. Ja, es ist sind absolut. Sind die aus Quark? Nein, glaube ich nicht. Okay, kein also Quark. Also nicht Topfen. Ja, ja, Topfen. Wie bitte? Aber ich glaube, gibt es das in Österreich? Ja, Quergelchen kenne ich die unter der Bezeichnung. Also ich habe die jetzt in Berlin und in. Ja, da gibt es sie wahrscheinlich auch. Umgebung gibt es die auch, aber da heißen sie also es ist Quergelchen kenne ich auch noch. Ja, vom Deutschen her wäre es am ehesten der Berliner Teig, so in etwa. Ne? Aber nicht so flaumig, sondern nicht so, also offensichtlich nicht so viel Germ drinnen wie bei Berliner, aber halt so in die Richtung. Sicher Germteig, würde ich sagen. Aber und gibt es in Österreich auch unter dem Namen gebackene Mäuse? Ja. Ja. Das ist was, oder ist was anderes? Anderes. Stell ich mir gerade in diese Richtung vor. Okay, ja. Gebackene Mäuse, würde ich sagen, ist eher sowas wie, wie heißt denn dieser Palatschinkenteig, Süßspeise, was man so zerreißt. Kaiserschmarrn. Und so in die Richtung. Ja, das ist eher so in die Richtung der Teig. Das war es nicht so. Schon eher so Richtung Krapfen, aber halt ohne kleiner. Ne? Ja, und eben Mörderfett, weil es wirklich in Schmalz rausgebacken wird. Und dann auch noch mit Bergen von. Also der Zucker fällt ja dann durch das so durch und so am Schluss hat man dann noch eine halbe Stanitzel Zucker in der Hand, wo man sich dann noch beherrschen muss. Weil das ist dann auch so ein bisschen Fett angesogen von dem, wo es durch. Oh ja, es ist also wirklich. Also, Zuckerguss aus Fett. Statt Zitronensaft. Was machst du zur Verteidigung in Hamburg? Dort ist ja auch dunkel und kalt im Winter. Da genau. Also es war wirklich gut. Die gibt es in drei Größen. Die gibt es in klein, in groß und in Jumbo. Ja. Wir haben zu zweit uns die Jumbo genommen, die 6-Euro-Tüte. Das ist so ein Teil. Also uns war dann auch ziemlich schlecht, aber es war echt gut. Also nach seiner Handbewegung zu urteilen, war das die große Popcorn-Tüte aus dem Kino. Genau.
Hast du noch ein... Ja, ich habe noch zu essen, genau. Weihnachtsmarkt. Also ich muss auch sagen, in Köln und Bonn ist das Essen besser auf den Weihnachtsmärkten. Kann man das ja, echt. Also da gibt es sowas wie luftgetrockneten Fisch, Lachs. Und zwar wirklich vor den eigenen Augen wird der Fisch gerade luftgetrocknet, am Lagerfeuer sozusagen. Mm. Und dann gibt es da so ein Schiffchen voll mit Lachs. Oh, herrlich. Also, ja, ich finde... Ja, Fisch dafür, findet man bei uns gar nicht. Das stimmt, ja. Ich finde ja, dass die... Außer am Karlsplatz, da habe ich einmal eine bretonische Fischsuppe bekommen, aber das war auch sehr schön. Ich habe mich getraut, ja, das war gut. Aber, ja. Also ich finde ja dafür, dass Wien bzw. Österreich das Land der, der Süßspeisen ist, finde ich, ist es in Köln und Bonn schon ein bisschen verbreiteter. Da gibt es dann auch die... wie nennt es sich? Meinzelmännchen. Ah, nee, Quatsch, nicht Meinzelmännchen. Mutzen, genau, so ganz, ganz. Mutzmandeln, genau, richtig. Oder. Okay. Was sind die Mutzmandeln? Das sind ganz, ganz feste Teigklumpen, ja, die gebacken und man beißt rein und sie sind richtig sehr fest. Ich habe die noch nie gegessen. Okay. Ist es süß oder salzig? Sie sind nicht so süß, da ist auch kein Puderzucker drumherum, aber sie sind jetzt eigentlich als Süßspeise zu bezeichnen. Oder ja, Krapfen und solche Sachen. Mhm. Aber auch herzhafte Speisen, wie zum Beispiel den Fisch. Die Süßspeisen mache ich sowieso immer so einen Bogen rum, deswegen habe ich mir die jetzt nicht unbedingt alle gemerkt. Aber Reibekuchen mit Lachs, alles Mögliche. Ja, das mit dem Lachs ist natürlich Deluxe. Ja, das stimmt. Das ist auch nicht so teuer, also im Vergleich zu Wien. Ja, wie gesagt, also mir, ich habe ja auch ein bisschen Ausschau gehalten bei Kulinarik und österreichischen Märkten, aber es ist wirklich eine zunehmende Verlangoschung irgendwie zu erkennen. Die gibt es Gott sei Dank nicht. Das ist gar nicht mal, ich meine, so ein Langosch, wenn es wirklich mal fachgerecht zubereitet ist, vielleicht noch irgendwie so ein bisschen ungarischen. Ein Langosch, auch eine Teigscheibe, die rausfrittiert wird und die mit Knoblauchbutter und ein bisschen Salz dann serviert wird, beziehungsweise ungarisch. Noch original ungarischer wäre es ja noch mit ein bisschen Käse, ein bisschen Sauerrahm draufgeschmiert. Das so. Ist ja dann auch wirklich lecker. Aber die meisten Langosch-Stände, die ich so gesehen habe, haben halt diese perversen Käsekreiner. Langosch habe ich jetzt nicht gesehen, aber so diese Schinkenkäse und was können wir noch? Debreziner Langosch ist ein Klassiker. Toastlangosch ist ein Klassiker geworden. Also ja. Das ist schon ziemlich. Ja, und abseits davon, ich vielleicht am großen Christkindlmarkt vom Rathaus, da hat man vielleicht noch so ein paar Spezialitätenstände, wo du irgendwie ein Standort, wo sie halt dann so, wo du aber auch nur für zu Hause so Speck einkaufen kannst oder solche Sachen. Ja, Käse. Das gibt es dann schon. Wenn es beim Weihnachtsmarkt mehr unterschiedliche Esssachen haben wir es dann am Hof. Okay. Die haben unter anderem einen riesen Speck- und Fleischstand, wo es alle möglichen Sachen gibt. Auch super Käsegebäck gibt es dort. Ja. Und da, also da gibt es einige Stände, die ganz nett sind. Also der am Hof, da bin ich überhaupt ganz gern. Die haben auch gute Lebkuchen. Also. Es gibt da zwei Lebkuchenfirmen in Österreich, die viel auf so Weihnachtsmärkten sind, die man empfehlen kann. Einerseits, wenn man genug Geld hat, dann die Marazella Honiglebkuchen, also das, die werden in Gold aufgewogen. Und dann gibt es noch die Reschinski, die sind nicht ganz so teuer, aber auch gut. Also Lebkuchen, da kann ich auch schwimmen drinnen oder so. Also, wenn wir jetzt mit dem Essen fertig sind, weil ich wollte heute nichts mehr essen und so langsam bekomme ich wieder Appetit. Ja, bei mir geht es jetzt an los, ja. Wir wechseln mal schnell das Thema. Ich hätte noch ein Essthema. Nein. Er hat mir nämlich Essen empfohlen. Ja, ja, tatsächlich. Du hast mal... Ja, und wie, wo? Was? Leberkäse. Ja. Musst du von erzählen. Leberkäse, ja, das habe ich ja nur so als Kommentar dazu geworfen, weil du vom Kebab-Käse und ich gehe mir noch mal Käse erzählt hast. Und das ist schon ein Zeitl her. Es gab 2005 einen kleinen Musikhit. Ja. Es gibt ja diese auf FM4, das ist ein Radiosender, eine schon langjährige Kabarett-Show Projekt X mit dem Gerald Ottowa, dem Knötzler und dem Heipel, Clemens Heipel, genau.
Und da hat sich jemand hingesetzt und hat Soundsamples rausgeschnipselt und hat daraus den Labor Case Song gemacht. Also aus Projekt X. Ja, es kommt im Song, geht es eigentlich gar nicht um Labor Case, es ist eigentlich nur der Titel, die Band- oder Projektbezeichnung. Und das eigentlich auch nur deswegen, weil sie in den frühen Jahren, also früher, noch vor dem Podcasting habe ich Projekt X gehört, weil er hat es gegeben, das FM4-Archiv oder so, und dass er all diese alten Projekt X-Folgen irgendwie archiviert zum Anhören. Und gerade in den frühen Folgen haben sie halt sehr viel dieser englischen Aussprachscherze halt gemacht. Mhm. Also darauf bezieht sich's. Ja, Song anklicken, auf YouTube anhören, sind 2 Minuten, da kann man ein bisschen sich reinlächeln. Vielleicht auch nur für mich lustig, weil ich halt eben... Oh ja, hat schon was. Hat schon was. Das schon ganz gut gesehen. Mir fällt dazu nur von Ernst Horn Wurstsemmel ein. Okay. Ernst Horn sagt mir schon nichts. Deine Lakaien. Okay. Der hat ein Lied namens Wurstsemmel. Aber das ist auch zusammengeschnipselt, aber wirklich nicht so aus einer Sendung oder sowas. Nimmt es noch auf? Ja, meine Herren, wir sind schon bei der 2 Stunden. Boah, und ich dachte, ja, wir sollten ein bisschen weit. Ja, was? Wahnsinn. 58. Und dabei wollte ich ja noch zum Thema schöne Reisen kommen. Ja. Ach, darf das ist ja alles so toll aufwendig. Ja, natürlich. Okay. Ja, ich hätte ja TV-Serie, kann ich genauso gut nichts sagen. Mach. Ich habe was zum Thema schöner Leiden. Schöner Leiden, bitte. Ist doch begeistert. Schöner Leiden. Ja, ja. Oder es besser ist der Leiden. In der Woche sozusagen. Ja, ich war beim Whisky-Tasting. Ah, okay. Bei Potstill war das. Das ist hier in Wien ein Whisky-Geschäft. Ich habe es geschenkt bekommen und ja, schöner Leiden ist eigentlich auch so eine Sache, wie man es gut bezeichnen kann, weil die einen lassen sich halt die Füße fesseln und stehen auf einer Brücke und lassen sich dann runterschubsen. So, das Ganze nennt man Bungee-Jumping. Und andere probieren halt Flüssigkeiten aus und deren Wirkung. Und wir haben dort 12 Whiskys serviert bekommen. Jenny, ich kann mich nicht zurückhalten. Gibt es Leute, die das kombinieren? Was? Also Kopf über einen Whisky trinken wird wahrscheinlich schwer. X und dann Bungee-Jumping. Ich hoffe nicht. Das wäre wahrscheinlich gefährlich. 12 verschiedene Whisky-Sorten und was deren eigenen, das bei denen selbst das erste Mal war, diesmal nicht nur schottische Whiskys, sondern sie haben sich gedacht, okay, internationale Whiskys. Mhm. Weil Scotch ist ja der schottische Whisky. Er darf sich nur Scotch nennen, wenn er aus Schottland kommt. Aber diesmal hatten sie einen irischen, einen kanadischen, 2 amerikanische, einen japanischen. Ja. Und der japanische, der war wirklich interessant. Weil das war so ein Whisky, da würde man sagen, oh, der ist richtig rund, der mundet, der passt, der ist perfekt harmonisch. Und der hieß auch irgendwas mit harmonisch. Also Japanese Harmony. Und ich als Whisky-Trinker würde schon fast sagen, ja, der ist wirklich, der ist perfekt, der ist harmonisch. Ist der langweilig? Du brauchst jetzt schon das Torfig, oder was für Kategorien gibt es da bei Whisky? Ja, Torfig zum Beispiel. Oder also Torfig heißt, wenn er richtig stark nach Rauch schmeckt. Mhm. Es gibt auch noch die Kategorie scharf, das ist dann, wenn er wenn der Alkohol scharf wird. Das hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Es gibt sowas wie Cask Strength, das heißt, dass er nicht verdünnt worden ist mit Wasser, damit der Alkoholvolumen sinkt. Das darf man nicht, nachdem man es abgefüllt hat, sondern das muss man noch im Fass machen, aber man kann trotzdem Wasser zusetzen. So gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, den Whisky noch ein bisschen zu verändern. Wichtig ist auch das Fass, das muss ein Holzfass sein und so weiter. Ich erzähle jetzt nicht, wie man Whisky braut und so weiter, deswegen lasse ich es weg. Aber auf jeden Fall, der harmonische Whisky war ein Highlight, weil er wirklich schön harmonisch war, aber schon wirklich langweilig. Bourbon wird aus Mais gebraut, aus Mais produziert. 51% Mais muss drin sein, wusste ich gar nicht. Bourbon, amerikanischer Whisky, typischer ist Bourbon. Ich finde den fürchterlich, mir schmeckt überhaupt nicht. Okay. Dann gibt es Roggenwhisky, Rye, auch typisch amerikanisch wohl. Das war wirklich, höllisch schlimm. Der hat überhaupt nicht geschmeckt. Mhm. Also nicht, dass er irgendwie scharf war oder sowas. Einfach nur ekelhaft.
Über den österreichischen Whisky wurde hergezogen, aber er hat trotzdem einen serviert. Die Österreicher lernen gerade das Whisky brauen, aber im Gegensatz zu den Japanern, die es versuchen zu perfektionieren, machen die Österreicher eher Schnaps aus statt Whisky. Ist mir jetzt generell so aufgefallen, Deutschland, Österreich und so, es gibt mehrere Leute, die jetzt beginnen, diese Schnapssorten, also nicht nur eben Whisky, sondern auch Gin habe ich auf jeden Fall mitbekommen und Wodka natürlich bietet sich auch an. Dass die heimisch werden. Ja, aber im Gegensatz zu den Japanern können es die Deutschen und Österreicher eigentlich noch nicht. Es gibt ein paar interessante wohl, aber eher Ausnahme als die Bestätigung, Ausnahme als die Regel. Rockenwhisky gibt es auch, die Destillerie im Waldviertel, die nur das macht in Rockenreit. War doch gewöhnungsbedürftig, aber auch nicht schlecht. Also haben wir auch mehr an. Und dann kann man dazu schauen, was auch ganz nett ist, was in Österreich sonst nicht so einfach geht. Ja, okay. In Schottland kann man die zum Teil besichtigen. Ja. Dann gab es natürlich jede Menge schottische Whiskys. Und hier waren dann wirklich von so lieblich Lowlands typisch bis dann zu dem Rauchtorfigen. Und ja, mein Highlight überhaupt war der zweittorfigste, rauchigste Whisky, weil die Geschmacksrichtung lässt sich sehr gut mit Modelleisenbahnschiene und Lederschuh mit Gummisohlen bezeichnen. So hat der geschmeckt und es war wirklich vorzüglich. Der war so gut. Also, das war die offizielle Geschmacksbeschreibung. Nein, das ist meine. Interpretation. Also, sagt, das war ein offizielles Whisky-Trinken oder ihr habt euch einfach privat dort getroffen? Das war ein offizielles Whisky-Tasting. Das ist eine Whisky-Verkostung sozusagen. Genau. Gibt es die Rückspuckregel bei Whisky-Verkostungen wie beim Wein oder wird da die Flüssigkeit im Mund behalten? Also, dann im wir Mann, haben sie getrunken. Mhm. Es gab aber auch einen Tischblend auf dem Du konntest Tisch. Dann ausspucken, wenn du wolltest. Ja, oder wegschütten, wenn man nicht ganz trinken wollte. Mhm. Also Tischblend ist, also erstmal, was ist überhaupt ein Blend? Das ist ein Whisky, der aus verschiedenen Whisky-Sorten zusammengemischt wird. Mhm. Also von verschiedenen Destillerien wird das zusammengemischt und da kommt dann ein Whisky heraus, der verkauft wird. Das ist nicht unüblich, sondern das ist die Regel, nicht die Ausnahme. Und dieser japanische Whisky war zum Beispiel ein Blend. Und das bekommt man nur so harmonisch hin, indem man verschiedene Whisky-Sorten mischt. Und Du musst was erzählen, mir so eine Geschichte aus der Vergangenheit wieder erinnert. Mach mal fertig deinen Whisky, dann fällt mir zu verschnitten. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wohin ich wollte. Also, Tischblend, genau. Das ist der entsteht, wenn man den Whisky nicht trinkt, sondern wegschüttet. Und wenn da die ganzen Whisky-Sorten in einem Glas zusammengeschüttet werden, das nennt man Tischblend. Also das ist dann wirklich... Das traut sich auch immer. Ja, ich habe es dann getrunken, meinen. Aber nur ein paar Schlückchen. Es war fürchterlich. Besonders wegen dem Roggenwhisky an dem Bourbon. Er hat es dann okay verstanden. Ja. Und der letzte, ich liebe torfige Whiskys, aber der letzte war für mich schon zu rauchig. Und wir haben ihn auch von Anfang an nur die Rauchbombe genannt. Also, der war echt heftig. Ich habe ihn direkt runtergeschluckt einmal und der ist im Bauch explodiert. Es hat so heulisch wehgetan. Und ja, das ist wirklich krass. Und deswegen auch schöner Leiten, weil es ist wirklich, Whisky muss man lieben oder man kann nicht trinken. Ich kann ihn nicht trinken. Ich liebe Whiskys. Ja, es ist bei mir, es ist oft einmal einfach, weil es mir sehr charakteristisch schmeckt und so. Das ist ein Ding, wo mich allerdings anfreund haben können. Das war bei ein, zwei Partys, ist der Long Drink Whisky Sour. Das kann ich empfehlen. So kann ich Whisky dann konsumieren. Mhm. Der ist, glaube ich, mit Zucker und Zitronensaft irgendwie. Achso, ja, das war der der kanadische Whisky. Das ist wohl ein typischer Whisky, den man weltweit kaufen kann. Der wurde übrigens auch zum besten Whisky der Welt gekürt, der kanadische Whisky. Und der Typ, der vorne stand, hat dann auch gesagt, ja, das wird wahrscheinlich nur deswegen sein, weil den gekürt hat, derzeit bei den ganzen schottischen Distillerien Hausverbot hat. Eine politische Entscheidung. Genau, richtig. Also ich muss sagen, der war so langweilig und so nichtssagend, hat auch nicht wirklich gut geschmeckt. Der wird hauptsächlich für Cola verwendet und als das Wort gefallen ist, habe ich mir auch gedacht, jetzt weiß ich auch die Geschmacksrichtung, der schmeckt wie Cola. Also das ist ideal sozusagen. Sagst du nochmal den Namen von dem Lokal? Das ist kein Lokal, sondern ein Whisky-Verkaufsladen, Potstill. Das ist in der Laudongasse, glaube ich.
Das ist in der Nähe von der Uni. Der veranstaltet regelmäßig solche Whisky-Verkostungen. Anscheinend, ja. Und du kannst das als Teilnehmer dank ausgewiesener für die Forschung empfehlen. Ja, also ich habe vorher schon Whisky getrunken, ich kenne mich auch mit aus. Das war fundiert und es war wirklich ein Whisky-Tasting, was nicht darauf ausgelegt ist, jetzt der beste Whisky-Kenner zu werden und professionell und so weiter, sondern auch um Spaß zu haben. Mhm. Also die meisten haben währenddessen auch noch ein Bier dazu getrunken. Also es ist wirklich eine angenehme Atmosphäre und es geht darum, Whisky mal kennenzulernen und was es so alles gibt, einen Überblick. Und selbst ich kann davon keinen einzigen Whisky, der da aufgetischt worden ist, und war begeistert. Ja. Also auch für Leute, die noch nie Whisky getrunken haben, wäre es eventuell was. Vielleicht vorher mal probieren, ob das wirklich schmeckt oder wo man sagt, nicht gerade den Bourbon probieren. Ich konnte ja mal mit Whisky überhaupt nichts anfangen. Ich kann ja auch lauter sprechen, ich denke nur nicht dran. Ich konnte mit Whisky immer gar nichts anfangen, bis mir jemand einen sehr rauchigen zum Probieren gegeben hat. Und dann, seit dem Zeitpunkt, habe ich irgendwas, hat sich da in meiner Geschmackswahrnehmung geändert, kann ich irgendwie auch verschiedene Sachen rausschmecken aus so einem Whisky. Ja, interessant. Aber das konnte ich vorher nicht. Das ist das Witzige. So völlig nichts sagen, dieses Getränk. So ähnlich ging es mir auch. Ich habe in Schottland Urlaub gemacht, ein paar Tage, und wir haben halt Whisky halt auch probiert. Und wir haben uns halt nicht gedacht, naja, wir verwenden uns so ganz vorsichtig vortasten, die ganz wenig rauchigen, die mit wenig Alkohol, probieren wir einfach mal. Und okay, das ist Whisky. Und ich saß dann im Hotel abends und habe mir gedacht, okay, ich probiere mich jetzt vor und bestelle einen Talisker. Das war der rauchigste Whisky, den ich finden konnte bei denen auf der Karte, und wollte wissen, wie schmeckt der eigentlich. Mhm. Und das war auch der Grund, weshalb ich dann mit Whisky angefangen habe. Das war echt so ein Aha-Erlebnis. Genau, richtig. Ja. Und was der auch gesagt hat, rauchige Whiskys werden hauptsächlich von Frauen bevorzugt. Männer trinken eher die nicht rauchigen Whiskys. Okay. Ja, das ist interessant. Ja, kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen, weil ich liebe rauchige Whiskys, aber ja, hauptsächlich von Frauen. Okay, dann hauptsächlich heißt ja dann nicht, dass ich gar keinen Männer gibt. Ja. Nicht für Männer verboten. Nicht, ja, genau. Ja, also interessant. Kannst du was einwerfen zum Thema? Nur eine dunkle Episode aus meiner Vergangenheit, wo wir in Ibiza auf Urlaub waren und gemeint haben, wir müssten uns jetzt noch eine Sangria kaufen. Oh, im Supermarkt. Aus dem Tetrapack. Ich wollte schon gerade fragen. Und dann der Schriftzug unten drauf: Verschnitt aus Weinen der Europäischen Union. Ja, was eh noch bescheiden ist. Nicht schreiben sie drauf: Verschnitt aus den besten Weinen. Ja. Bah, das war ein übles Gefühl. Das ist mir wieder eingefallen, nachdem du über den Blend gesprochen hast. Ja. Whisky gehört verschnitten, klar, ja. Ja, also da ist auch ein himmelweiter Unterschied. Ein Blend kann auch sehr, sehr gut sein. Und das gibt's auch. Also falls noch jemand Whisky durchaus trinkt, aber noch nicht aufgefallen ist, die lassen jetzt im Namen immer mehr die Jahreszahlen weg. Das liegt daran, dass denen die alten Whiskys ausgehen. Und die Jahreszahl hat schon bisher immer so ein Qualitätsmerkmal, und einige Whiskys werden seitdem schlechter. Es gibt auch Gegenbeispiel, der Talisker zum Beispiel, der bisherige 8-jährige, im Vergleich zu dem jetzigen Talisker Sky, wie sie ihn jetzt nennen, da darf jetzt auch Whisky, der nur 3-4 Jahre alt ist, soll ziemlich gut sein. Wurde mir gesagt, ich habe ihn selber noch nicht probiert. Aber die Jahreszahlen kommen aus der Mode in der Whisky-Anbieter. Ja, weil eben die alten Whiskys ausgehen und jetzt müssen sie halt 3-4 Jahre alten Whisky schauen. Mhm. Und ja, Talisker ist jetzt nicht der beste Whisky, aber ich mag ihn, weil er halt ziemlich rauchig ist. Mhm. Werfe ich auch noch zwei rein, einen Glenmorangie oder einen Glenfiddich. Würde ich sagen, zumindest jeweils 10 Jahre. Das ist... Ja, die sind nicht schlecht, stimmt. Es sind jetzt aber mir zu unrauchig. Jetzt sollte ich mir doch das Whisky trinken. Okay, ja, man, ja, kriegt zu langsam. Okay, von mir auch die Empfehlung. Mein Lieblingswhisky, ich kenne leider den Namen nicht, ist ein irischer. Ach, den gibt es vom Fass derzeit in Wien im ersten Bezirk. Der teuerste Whisky, den sie dort haben, notfalls fragen. Und so der bestelle ich immer den teuersten Whisky. Ja, also,
Wie wird man Freund von mir? Ja, genau. Und Bowmoor, wenn ich den richtig ausspreche, das ist, der ist schön facettenreich. Aber ich empfehle nicht den derzeit in der exklusiven Batch-Version mit grüner Verpackung. Der ist nicht so gut. Okay. Der Standard, der ist sehr gut, finde ich. Ja. Ich glaube, der Horst wird schon ein bisschen nervös. Ne? Vielen Dank für diese Ausführungen zum Thema Whisky. Wenn ihr schon summiert und der Dennis spricht über Whisky. Schöner Leiden. Man kann ja auch mit Whisky super abstürzen. Apropos abstürzen, ich empfehle eine Dokumentation, The Plane Crash. Wahnsinn. Okay. Okay, okay, ja. Knirsch mal wieder mal eine Überleitung raus. Ich habe jetzt gedacht, du kommst jetzt mit Bungee Jumping. Nein, nein, The Plane Crash. Und zwar, das ist ein Film oder? Das ist eine Dokumentation, ja. Voll auf YouTube anschaubar, in der vollen Länge, wo man ein Flugzeug gecrashed hat aus Crashtestgründen. Ah, habe ich auch gesehen, was in so einer Wüste genau. Geplant. Ja, das ist absichtlich, so absichtlich mit geplant, Innentechnik installiert, Kameras installiert, Crashtest-Dummies rein. Wobei erst die letzten 2,5 Minuten ferngesteuert, vorher mit Pilot, der ist dann ausgestiegen. Der ist mit dem falschen Ausflug? Ja, sie haben ein bisschen Probleme gehabt, auch mit dem Fernsteuerflugzeug, weil das tendenziell immer Spur zu langsam war, weil das schnellere ist ihnen kaputt gegangen vorher. Also ganz lustige Dokumentation, das auch interessant, eben wo sollte man sich in einem Flugzeug aufhalten, dass das eben nicht so leicht zu sagen ist, ob vorn sicherer ist oder hinten sicherer. Nicht einmal so leicht zu sagen, ob diese gebeugte Haltung, die immer wieder mal empfohlen wird, die bessere ist oder aufrecht sitzen das bessere ist. Also ganz interessante Dokumentation. Und die kann man wo sehen? Auf YouTube. Sehr schön. Im Internet. Im Internet. Und warte mal, darf man das verraten? Also das geht ja wirklich so im Wüstensand, macht das eine Notlandung? Ja? Es ist härter als eine Notlandung. Also es war auch bewusst, es ist auch geplant worden, eben wie hart das sein soll. Das Fahrgestell bricht ab, das vordere Fahrgestell knickt weg. Und das hintere, also es ist generell so, das Bugfahrgestell ist keine Sollbruchstelle beim Flugzeug, während die Heckfahrgestelle, also die hinteren, auf die dann bewusst gelandet wird, normalerweise zu Beginn, die haben quasi Sollbruchstellen. Also das ist klar, dass die wegfliegen sollen, während das vordere nicht. Es wird auch diskutiert, dass das vielleicht ein Thema ist, dass man das vordere vielleicht auch als Sollbruchstelle quasi auslegen sollte, weil das hat in dem konkreten Fall dann bewirkt, dass das Vorderteil vom Flugzeug quasi weggebrochen ist als Ganzes. Das schaut dann so aus, als wird direkt beim Cockpit so abgeschnitten. Das Cockpit wirbelt dann so ein bisschen herum und der Rest vom Flugzeug mit dem Rumpf schaut relativ intakt aus. Ja. Und es wäre auch ein guter Anteil der Insassen, hätte überlebt. Also ein großer Anteil. Wenn sie weiter hinten gesessen wären, also nicht gleich ganz da vorne. Ja. Und der Pilot eher nicht, ne, in diesem Cockpit. Das weiß ich gar nicht mehr, ob sie das je sagen in der Doku, kann ich mich nicht erinnern. Oh, das haben sie sicherlich lieber verschwiegen. Aber es ist tendenziell so gewesen bei der Aufpreisart, dass nach hinten die Gehkräfte kleiner wären. Aber es war vorhin auch nicht unmittelbar tot von den G-Kräften. Also es waren keine katastrophalen G-Kräfte. Also es war alles kleiner als 10 G. Also ja, aber es ist so circa genau dort, wo die erste Klasse ist, das reißt durch die Luft wirbelt. Aber es ist auch so ein kopflos ist, dann noch so ein Sand. Wobei das natürlich ein ziemlicher Zufall ist, wie es runtergekommen ist. Es ist aber auch nicht ganz so, wie sie es ursprünglich vorhatten. Also es ist auch ein bisschen daneben gegangen, weil der Fernbedienung das doch nicht so ganz auf der Reihe hatte. Zu wenig geübt. Ja, wollte ich gerade sagen. Das war so ein Standard-Modell-Flugzeug-Fernbedienung, wie man sie kennt, diese Zweikanal- oder Vierkanal-Fernbedienung. Moment, war das so ein kleines Flugzeug? So nein, das war keine Boeing, sondern es war Boeing. Und die haben, es war noch eine mit, nicht Fly-by-Wire, sondern mit Seilzugsteuerung. Das heißt, sie haben die Bodenplatten aufgemacht im Flugzeug und daran dann die Schrittmotoren für die Fernsteuerung gekrimpt sozusagen an die Seilzüge und dann wirklich diese Seilzüge per Fernbedienung gesteuert. Ja. Also für dich eine YouTube-Empfehlung. Absolut. Sehr nett. Sehr spannend, nett. Gregor, ein Schlussstatement? Nein, Schluss aus, sage ich. Oder? Es ist jetzt 2 Stunden 16 Minuten, Leute. Das kann sich doch kein Mensch anhören. Wir streiten uns über Kameras. Über Kameras, ja. Danke, ihr habt mir genug zugehört für heute. Hast du genug reden können? Haben wir dir genug zugehört?
Ja, auch. Dafür, dass ich ja heute irgendwie so sprechfaul war, habe ich erstaunlich viel dann. Und ich verspreche für nächste Folge gibt auch ein Podcast ein Review von Louis, der Serie von Louis C.K., dem amerikanischen Komiker. Und Mozart in the Jungle, weil du hast das da reingeschrieben. Stimmt, ja. Aber habe ich das? Das können wir auf Kongo machen, nein? Aha, okay, machen wir auf Kongo, gut. Kongo, cool. Den Film? Nein, wir tun beide, das ist urlustig, zu zweit erzählen wir eine Serie, die wir uns beide angeschaut haben. Das ist wahrscheinlich so zwei total verschiedene. Schauen wir mal, du. Schauen wir mal. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mitmachen wollen, nächsten Dienstag, das ist, weiß das jemand? Februar? Der zweite, glaube ich, ist das. 2. Februar 2016 in der Zypresse, Wiesbachstraße 35a, 19:30 Uhr, 1070 Wien. Wir freuen uns, wenn Sie kommen und live dabei sind. Es ist auch ein Platz frei, weil ich nicht dabei bin. Oh, du bist nicht da, nächstes Mal. Ja. Tja, dann. Tja, dann. Tschüss, schön war's. Servus. Ja. Tschüss. Aus ist es noch.